Meinst du, wir sehen nochmal eine Trap House Kitchen Staffel? Und dann gehen wir um die Ecke, so ein Dude ist gekommen mit einem Knife und dann hat der schon so gesagt, hey, zeig mir mal deine Uhr. In dem Moment, wo ich nicht reagiert habe, der schon mit dem Knife Richtung mich gestochen. Dieses Joyce TV Interview, war das so geplant, dass das so polarisieren soll? Herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Was geht ab, Leute? Freunde, wir haben heute einen Podcast, wo ich wirklich nicht davon gedacht hätte, dass er jemals stattfindet. Wir haben heute den einzig wahren Moneyboy mit dabei und Kira on the phone. Wie geht's dir wohl? Was geht ab, Jungs? Bin ich heute als on the phone hier? Du bist heute nur on the phone, ja. Okay, heute bin ich als Kira on the phone hier, okay. Wie geht's euch, Männer? Gut, bisschen abgefuckt von bisschen viel Arbeit in letzter Zeit. Also wirklich schon nah an Burnout, aber es geht weiter. Ja, wie war bei dir? Du bist ja jetzt gerade spontan hergejettet. Ja, es war höchste Zeit, dass ich mal abpulle und so. Viele Leute haben auch schon danach gefragt und so. Und musste jetzt sein, hat auch gut reingepasst in den Schedule. Und ja, es war auch viel los so die letzten Tage bei mir. Gestern war ich noch ein bisschen auch so abgefuckt und so, aber heute ist wieder alles Gucci. Was ging gestern so? Business oder? Ja, gestern eigentlich nichts. Ich bin gestern zurückgekommen von Konzerten, Produktionen, Fire in the Booth, Red Bull Bar Wash, all kind of stuff. Und dann habe ich gestern gechillt eigentlich, aber so ja, ein bisschen abgeturnt auch die letzten Tage. Aber Fire in the Booth lief krass, hast du gemeint, ne? Oder ja, lief gut? Es lief mega gut, aber ich bin eigentlich immer so fokussiert auf das Negative. Ah. Ich bin immer unzufrieden eigentlich, weil ich wünschte, ich hätte beim ersten Take alles One Take gerappt. Ja. Was war das genau? Also kennt ihr nicht Fire in the Booth? Nee, also ich bin gar nicht drin. Fire in the Booth ist ein Format. Die rasten ja draußen gerade komplett aus. Hier wird irgendwie so gewaschen alles oder so. Ich glaube, das hört man nicht. Wir haben SM7B-Mikro. Also. Wir sind hier in so einem Industriegebiet, also falls man hier irgendwas jetzt hört, dann. Also Fire in the Booth ist ein Format, das kommt eigentlich von Charlie Sloth, richtig? Ja. Yep. Genau, und der ist aus London und lädt halt immer die größten Rapper der Welt, meistens UK-Artists natürlich, ein und die müssen halt live rappen. Und inzwischen okay. Gibt's halt diese Radioshow. Ist das ein Publikum oder wie? Nee, live im Radio einfach so. Radio Freestyle. Kopfhörer an, let's go. Rap auf dem Beat so. Geil, okay. Aber nichts ultra preparedes oder du kommst jetzt nicht mit einem Lied hin. So. Ja, verstehe. Und das ist halt popkulturell ein Riesending dort drüben, so in UK auch. Und das gibt's jetzt in Deutschland, genau. Mit DJ geil, Max. Da warst du? Genau, da war ich und habe natürlich mein Freestyle auswendig gelernt. Das ist auch eine gute Gelegenheit, den Leuten da immer wieder muss man erklären, so was Freestyle ist, weil manche Leute glauben, das ist nur, wenn es spontan quasi aus dem Stegreif ist. So wie ich es auch jetzt gemacht habe, Fire in the Booth. Off the top. Manche bereiten es vor und lernen es auswendig. Aber ich habe einfach gefreestylt. Ja, genau. Ich habe das gemacht und ich hoffe, es droppt bald. Und es war schon mega nice und so, aber dann im Endeffekt wünsche ich, hätte alles ein bisschen besser gemacht. Ich habe auch dort gefragt, so wer war der krasseste Rapper, der dort gerappt hat. Und so, ich weiß nicht, aber ob ich das verraten kann, aber klar, sicher, ich sehe ja nicht raus, Secret aber oder so. Yeah. Also ich gesagt, Belly, kennst du Belly, ja? Belly? So, ja, aus Toronto, ja. Oder? Belly aus Toronto, ja. So, ja. Boah, krass. Er ist reingekommen. Das hat mir gar nichts gerade. Aber er ist reingekommen, hat keine Ahnung wie viele Minuten durchgerappt, ist aus dem Studio gegangen. Ja, klar. Reingekommen, abgeliefert und raus. Aber sowas erzählt mir auch, Kevin Colt erzählt mir auch so Sachen wie, wenn er mit Gashi arbeitet. Kennst du Gashi? Oh, Gashi ist auch krass, ja. Genau, so albanischer Künstler aus L.A. aber. Und der erzählt auch, ja, Bro, seine Work Ethic ist so, ja, der kommt rein, er hat schon so neun Songideen im Kopf, weiß nur noch nicht, auf welchem Beat, kommt rein, bam, fertig, zwei, drei Takes, durch. Wie ist das so bei euch, wie macht ihr das so? Also wie entsteht so ein Song? So, wie kann man das sagen? Also ich glaube, wir haben schon mal so ein bisschen drüber gelabert, aber bei dir haben wir halt gar keinen Plan so richtig. Bist du eher so jemand, der das so zu Hause macht? Gehst du so ins Studio, machst du spontan? Ich habe auch einen Homie, der kommt ins Studio, schreibt zu Hause seine Texte und kommt dann ins Studio und macht dann halt nur noch den Beat und hat, wie du schon meintest, so, Kira, so fast schon den Song zu Hause ready und musst nur noch den Beat picken. Ja. Wie ist das so? Also ich arbeite am liebsten in meinem Home-Studio. Und da eigentlich jeden Tag, also außer ich bin auf Tour oder so, das ist für mich am realsten und am meisten organic, weil dort mache ich so fun. Ich mache nicht so viele Studio-Sessions, was aber auch kein Problem ist so, weil jetzt habe ich auch ein paar Formate gemacht, wo man relativ spontan einen Song schreibt oder auch die Freestyles für meine Shows überlege ich mir auch oft einfach Backstage und so. Aber at home, das ist eigentlich so mein Hobby, so wie manche Videogames spielen oder so, mache ich Tracks
for fun. Und wenn man ins Studio geht, dann ist das schon ein bisschen was anderes. Dann weiß man, morgen ist der Termin um 14 Uhr und zu Hause weiß ich nie, wann irgendwann habe ich Bock. Es ist ja, nicht Mann. So vorausgeplant. Okay. Und so lockerer, ne? Ja, kannst auch, okay. Kannst auch Kreativität kein Timelimit geben. Genau, dann entstehen wahrscheinlich auch die geileren Sachen. Ne? Das heißt, 14 so bis 18 Uhr muss ich abliefern. Ist immer, also ich gehe auch manchmal in ein Studio, um zu recorden. Und selbst da ist mir ein bisschen unangenehm, wenn ich weiß, morgen um 14 Uhr, weil dann denke ich, zu dem Point, um 14 Uhr muss ich irgendwie swaggy sein. Ja, und wann esse ich zum Mittag und wie? Allein, dass das so ein Termin ist, so ist das schon ein bisschen, aber im Endeffekt ist auch kein Ding, ja. Aber im Hey Musiker Live, ich schwöre, allein schon ein Arzttermin oder Friseurtermin kann schon so voll deinen Tag ficken, weil du denkst, oh ja, und dann muss ich das machen und das machen, eigentlich will ich, weißt du, es ist schon okay, ist wirklich okay. So krass. Das ist, also es ist nicht so ganz damit zu vergleichen, aber wir streamen ja so halt auch so, halt wie wir so zocken und so und irgendwas so, irgendwelche Videos gucken oder whatever. Und ich kenne das bei mir, dass wenn ich so, vielleicht kennst du das auch, Bro, wenn du so eine Stunde bevor du, also ich brauche immer so eine Stunde, bevor es losgeht bei mir mit dem Livestream. Und wenn da noch so, dann kommen da noch irgendwelche so Business-Sachen rein und so, dann bringt mich das so übel aus dem Konzept. Ja, extrem. Raus. Ist vielleicht nicht so ganz zu vergleichen mit dem, was ihr macht, aber. Ja, doch, so akklimatisieren und viben. Man muss in den Modus kommen. Genau, irgendwie. Genau. Und wenn du dann den Tag ich glaube, das kennst du auch, oder? Wenn du auf einer Show bist oder so, du siehst einen anderen Rapper oder du siehst gerade eine Doku von Kanye oder irgendwas. Wenn dieser Moment kommt, wo du so inspiriert bist und sagst, ich wäre so gern jetzt in dem Studio. Mhm. Ja, das gibt's auch richtig oft. Und das ist halt geil, wenn er halt zu Hause ist, kann er halt einfach irgendwas machen. Geil. Dann das ist halt schon richtig Meme geworden, weil ich in den letzten paar Wochen schon 3-4 Mal zu ihm gesagt habe, ey, ich habe keine Zeit gerade für Songs. Und er so, ey, Bro, so einen Tag später, hier, ich habe nochmal einen Song recorded. So, das läuft oft? Krass, wird er rausgeballert, ne? Voll. Viel? Ich habe Phasen, aber dieses Jahr habe ich eigentlich kontinuierlich, konstant immer viel recorded. Und das Gute ist, Jan Kira ist auch immer erreichbar. Er hat zwar andere Arbeitszeiten als ich, aber es überschneidet sich dann teilweise so, weil, keine Ahnung, ich habe mich dann auch angepasst. So, ich habe gewusst, so, du arbeitest so at night und so, dann bin ich dann schon früher aufgewacht, schon so um 4 oder so, dass wir dann noch die Tracks besprechen konnten und schon ein bisschen uns austauschen konnten. Krass, wusste ich gar nicht, dass du es getimt hast. Nee, ist nicht absichtlich oder aber so. Ja, ja. Bist du so ein Frühaufsteher dann eher eigentlich so, nicht so ein Nachtarbeiter? Ja, also unterschiedlich, also früher war ich auch so einer, der so No-Sleep-Gang-mäßig in der Nacht gearbeitet hat, aber mittlerweile so Zeit spielt jetzt eh keine Rolle und so, ich bin auch nicht so ein Frühaufsteher, ich finde das auch so lame, wenn so einer so früh aufsteht und so, so wie es halt gerade ist, gehört. Ich weiß nicht. So, ja. So um 5 Uhr morgens gibt es auch nichts zu machen, Alter. Was da gibt's nichts, da nicht mal irgendwas auf. Aber so. Nein. Aber das ist nicht geil auch so ein bisschen, weil dann ist halt Ruhe. Ja, okay. Wenn man so seine Ruhe, aber wenn man im Studio ist, hat man wahrscheinlich eh seine Ruhe. Aber wenn du 5 Uhr morgens aufstehen willst, musst du halt schon so 22 Uhr schlafen gehen oder 21 Uhr. Ja. Und da, meines Gefühls, da verpasst du da voll viel. Ich habe halt immer so das Gefühl, dass Mucke machen abends mehr Sinn macht oder mehr borgt oder mehr sich so real anfühlt oder so. Machen, immer so. Machen eigentlich fast alle so, aber ich bin echt so eine Ausnahme, dass ich oft wache ich auf und recorde und keine Ahnung, da ist mein Brain noch ganz klar und so. Und dann schreibe ich manchmal in kürzester Zeit irgendeinen Track einfach aus dem Nichts. Und ich glaube, dass das so fast niemand eigentlich so macht. Bei Navy ist auch so. Aus meiner Crew Navy West Coast, der macht auch morgens irgendwie oft die besten Songs. Das ist so geil. Ist anscheinend so ein Ding, dass du halt morgens relativ klar bist, noch unbothered, so, ne? Nichts kommt in deinen Kopf rein, du denkst noch nicht an viel Kram. Ja. Ich glaube, über den Tag verteilt sammelst du ja viel mehr Info, weißt du? Und Input. Ja, und so. Ja, normal. Aber das ist so krass, weil, also, keine Ahnung, so früher morgens, da ist man noch so viel verballert und so. Ich finde es irgendwie, aber es ist irgendwie auch ein geiler Lifestyle, wenn man dann so, man wacht auf, ich stelle es mir auch ganz nice vor, dann hat man vielleicht auch so direkt was gemacht und dann fühlt sich der Tag so geil an. Check dir, dann hat man schon so irgendwas gerissen. Ich glaube, es gibt halt auch Leute, die wachen morgens auf und sind einfach fit, Bro. Wir haben halt einfach krasse Schlafstörungen. Auch, wir wachen halt morgens auf und brauchen 3 Stunden erstmal, bis wir so klar denken. So auf den. Kannte ich auch früher, aber so mittlerweile ist es nie so bei mir, weil heute bin ich auch mega früh aufgestanden, um hierher zu fliegen, so um 5 Uhr, weil ich musste noch packen und so weiter. Und so ist überhaupt kein, es ist nicht so, dass ich denke, ich will noch sleepen. Das ist aber geil. Ist einfach geil, nicht so. Ich hoffe, das kommt irgendwann bei mir auch. Alter. Ja, aber wirklich nicht. Ja, ich weiß auch nicht so, weil früher war es anders, aber keine Ahnung, früher musste man halt auch Sachen machen, die man nicht machen wollte, so, wenn ich in die Schule gehen müsste oder so. Ja, wäre vielleicht anders. Check. Wie ist so bei euch so mit fit bleiben? Macht ihr irgendwas so sportmäßig, ist da so, was ich da ich muss mehr machen, Navy prügelt mich schon die ganze Zeit ins Gym und so. Ja, ist gut. Und dann halt immer wieder phasenweise, wo du merkst, okay, ich bin wieder abgefuckt, jetzt muss ich wieder ein bisschen mehr Kram machen, laufen gehen, joggen, ja, die Steps reinkriegen, kontrollieren. Vor allem,
gut essen. Ich glaube, das ist so mit das Wichtigste, sagen ja auch alle. Ja, ja, essen auch so in diesem Miete, ganzen Fitness-Way ist ja auch Essen einfach für dein Feeling, auch wichtig für dich auch. Du kochst super viel, ich auch. Oh, das wollte ich fragen, das habe ich mir extra aufgeschrieben. Ja, ja, ja. Also ich habe zwei Fragen, okay, pass auf. Hey, zwei Fragen für eine Stunde hast du vorbereitet. Ja, ja, okay, wir gehen rein jetzt in den Interview-Mode. nee, Spaß. Aber super viele von meiner Community fragen immer, meinst du, wir sehen nochmal eine Trap House Kitchen Staffel? Nee? Doch. For show, auf jeden Fall. Richtig, let's go. Ihr habt sie gehört. Mich fragen auch so viele Leute, das ist schon ein wichtiges Ding so in meiner Planung, so, aber erstmal kommt Album, Singles und so weiter und so, aber nächstes Jahr kommt auf jeden Fall eine neue Staffel. Geil, sehr wichtig. Vielleicht gibt es auch ein paar Slight Changes, aber jetzt nichts, was jetzt ein wesentlich großer Unterschied ist und so. Also es bleibt schon im Grunde so, wie es ist. Geil. Sehr stark. Und ja, so, keine Ahnung. Ich habe so viele Recipes, Ideen und so weiter. Also ist überhaupt kannst du mal was Griechisches machen? Das wäre so feier. Facts ist sowas. Ich wollte nicht schon, weil ich habe dir heute auch gesagt, ich liebe Greek Food eigentlich. Sehr. Und habe ich noch nie gemacht, aber definitely. Wir wollten zu Cousina gehen später. Vielleicht. Was ist das? Das ist der Grieche im belgischen Viertel hier in Köln. Oh, das habe ich schon mal gesehen, weil ich nie drin war. Mega gut. Ist geil? Ist mit einer der besten in ganz Deutschland. Also, wie würdest du sagen, ist Kochen so ein richtiges Hobby so? Ja, es ist schon ein Hobby, weil das ist auch sowas, wo ich total so abschalten kann und so. Fühle ich, ja. Und so, ich listene dann meistens zu irgendwelchen Podcasts, Joe Budden Podcast oder Joe Rogan Podcast auch und geil, so. Und das hier. Ist Drink Champs. Ja, ich höre immer, ja. Drink Champs, Rory and Maul und aber nur so American Stuff oder ist auch irgendwas Deutsches? Ja, nur American Stuff. Mir reicht das und mal. Edeltalk, ich bin noch natürlich. Nie so weit gekommen, dass ich jetzt irgendwas anderes noch hören musste, weil es immer irgendwelche neuen Episodes gab. DJ Academics höre ich auch sehr viel. Und das ist halt mega fun in Kombination mit irgendwas anhören und kochen. Aber so manchmal habe ich dann so Phasen, wo ich auch ewig lang gar nicht koche. Sondern bestellen unterwegs oder so? Bin oder bestelle einfach im Endeffekt. So. Wobei ich weiß, dass das eigentlich auch nicht gut ist. Wenn ich merke, das habe ich jetzt zu lange gemacht, ich bin eigentlich gar nicht so dieser Fan von Food bestellen, weil ich finde, so die meisten Restaurants sind Trash. Und dann fange ich wieder an zu kochen. Aber dann nur so damit, nur für den Zweck halt, dass ich was zu fooden habe, aber nicht jetzt irgendwas nicht, weil man so Bock hat, sondern man will einfach irgendwas sinnvoll. Ja, da mache ich jetzt nicht irgendwelche Philly Cheesesteaks oder so, sondern einfach irgendeine Basic Pasta mit Chicken und so. Ich finde, Kochen ist so low-key wie so ein bisschen so Meditation auch. Ja, ist auch so. Du hast halt beide Hände, musst du irgendwie diese Zwiebel halten oder so und die halt schneiden. Also klingt dumm, aber check hier. Ja. Und so, du kannst nicht die ganze Zeit am Handy sein und irgendwie Twitter durchscrollen. Ich habe letztens, so 2,5 Stunden Ramen gemacht, richtig mit Broth. Boah, geil. Oh, crazy. Ja, so richtig von Null auf? Ja, von Null auf. Boah, das ist crazy. Ja, das war aber nicht so geil, wie wenn du in Ramen-Place gehst, immer noch nicht. Aber okay, eben, das ist auch richtig schwer. Das ist der Grind Masterclass, eben. Man arbeitet dran und vielleicht irgendwie beim 20. Mal ist es dann raus. Oh, die lernen das ja so 20 Jahre lang, bis sie das sowas. Wenn du das nach einmal hittest, dann wäre auch nicht so geil für die, glaube ich. Ganze Branche gefickt. Wegen Academics, die Takes ringen die dich nicht auf? Ich meine, da beeft sich inzwischen nur noch so. Was ist das? Academics, wie erklärt man den, Bro? Ist das ein Podcast? Oder? Ja, so ein Hip-Hop-Mogul aus USA und der ist so Roos-mäßig so ein bisschen ist dort. Ist das so wie dieser eine, der seine Freundin hat, die aber... Adam 22. Ist das so vergleichbar? Ja, die sind schon in einer ähnlichen Lane, ja. Okay. Mhm. Stimmt. Hier würde man sagen Fitner. Mhm. Mäßig. Wurde Fitner gestiftet, ja. Fitner-mäßig. Ja, das habe ich erst vor 2 Tagen das Wort gehört. Wirklich? Das ist halt so Leute, die so ein bisschen Unheil stiften und sagen, hey, der hat Hurensohn gesagt. Ja, ich habe es auch gehört, ja, weißt du? Ja, für den Content. Und Academics ist halt schon ein bisschen... Ja, der labert halt so, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7 Stunden über aktuelle Urban Topics eigentlich, hauptsächlich Hip-Hop, so, wann kommt ein neues Drake-Album oder ist der Rapper Fell Off und wie viel hat der verkauft und Beefs, eigentlich sind exakt 1:1 die Dinge, die mich interessieren und deswegen, ja, konsumiere ich das. Was erwartest du vom Drake-Album? Ich glaube, das ziemlich krass ist, weil es ist ja for all My Dogs und so, also man glaubt, dass das Rap-Album ist. Ja, ich hoffe voll, er geht so Outro-Drake. Ja, und so hat er jetzt schon dieses Elektro-Album gemacht, oder? Dann das mit 21 Savage gemacht. War das war krass, das mochte ich. Ja. Mochte ihn nicht so? Ja, ich fand da ein paar Tracks, fand ich richtig geil.
Ja. Ist, aber es ist jetzt nicht das beste Drake-Album, weil ich fand es schon solid. Ja, mir hat nicht so gut gefallen. So ein, zwei Tracks wahrscheinlich sind dope. Ja. Die Kombination gefällt mir nicht so gut. Also für mich war es nicht nötig, dass jetzt 21 Savage da drauf ist auf so vielen Tracks. Vor allem, er ist auch played out als Feature-Gast inzwischen, finde ich. Also er ist ja überall drauf. Gefühlt seit 5 Jahren, oder? Also Ich will nicht haten, aber ich bin auch nicht so Fan von diesen 21 Savage Feature Parts. Genau. Diese 8 Bars, die er da spittet und I don't know, es gibt mir nicht so viel. Er war aber sogar Drake, jetzt auf dem, auf dem Travis Scott Album war 21 auch dreimal drauf oder so. Das war auch eigentlich auch nicht so gut platziert diesmal. Ich weiß nicht. Aber muss ich sagen, mochte ich auch. Aber vielleicht, ich meine, Geschmack ist halt Geschmack. Normal. Die meisten Leute feiern es. Immer wenn ich alles Comments und so weiter, ich suche immer nach Gleichgesinnten, die es so ähnlich sehen wie ich. Und es ist schwer. Alle aber lieben glaub, 21 Savage und, und ich so. Glaube, ich glaube, es funktioniert vielleicht auch einfach. Ja. Und deswegen macht man das halt einfach, oder? Ey, er ist auch safe. Wir brauchen nicht cappen. Der Typ ist die geborene Coolness mit seiner Stimme, wenn er sagt, Pussy, das ist krass. Yeah, yeah. Aber ich glaube, wir meinen auch, wir sind so beide Fans von diesem Headlines-Drake, der Young Money-Drake, der hungrige Drake, der Views-Drake so und Know Yourself und so. Dominik ist so mega, also Dominik mag so diese, diese ruhigen Songs so. Also ich sage ehrlich, für mich persönlich das Take Care-Album, das war für mich das Krasseste, so für meinen Geschmack. Ist auch krass. Feiere ich jeden Song drauf, das ist so genau das, was ich irgendwie geil finde, so an Drake so. Ja, ich fand Certified Lover Boy ziemlich krass. Das hier, da sind viele Tracks, die ich mir regelmäßig anhöre. Ja, Mann. Dieses Girls Love Girls und dieses TSU und einige andere Tracks. Also das ist eigentlich so von den aktuellen Alben so mein Favorite. Ich hätte irgendwie gar nicht von dir gedacht, dass du Drake hörst. Ich weiß nicht warum. Ich habe voll viele Leute haten so auf Drake. Das ist so dieser Mainstream. Und immer wenn ich so im Stream halt so sage, dass ich Drake übertrieben nice finde, dann sind halt immer alle so, oh mein Gott, so Mainstream. Ja, aber du musst dir vorstellen, jemand wie Beezy oder auch bei mir so, wir kennen den halt seit der mit Forever so groß introduced wurde. Mhm. Und da hatte er den Song mit den größten Rappern aller Zeiten. So. Und Nee, noch vor Forever noch, mit diesem. Bei mir war es Forever, bei dieses. Baby, you're the only thing. Ja, genau. Das ist sein allererster Hit. Ja. Der war ganz fresh und der ist rauf und runter gelaufen auf Hot 97. Da habe ich manchmal noch diesen Radio-Livestream gehört. Mhm. Und da war immer, und dann da war ich eigentlich schon Fan von Anfang an und so. Und aber ist schon, auch viele Leute wundern sich, wenn ich sage, dass ich Kanye West-Fan bin. So, selbst. Selbst meine damalige Freundin hat bis zuletzt geglaubt, dass ich Kanye West hate. und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ey, ich bin ein riesen Kanye West Fan und so. Ich glaube ja, jeder ist irgendwo Kanye Fan, weil du kannst ja inzwischen... Also musikalisch auf jeden Fall. Du kannst ja auch die Ära so einläuten für dich selber und sagen, okay, ich mag den Highschool Dropout Kanye. Ich mag diese 2007-Ära, wo er dann angefangen hat mit diesem ganzen Akira-Kram. Ich glaube, als ich früher so Kind war so eine richtig lange Zeit Stronger. So. Klar, eben das. Also, Stronger hat so... Ein Radiosong, aber das war so richtig lange, war das so mein Favorite. Stronger hat so unsere Generation komplett geholt. Gab's bei dir irgendwann eine Phase, so wenn du ganz jung warst, vielleicht warst du je Eminem-Fan? Eminem, muss ich sagen, bin ich komplett raus. Mhm. Ist so, das war... Das ist vor so deiner technisch, Time. Vielleicht und geht, glaube ich, so. Es war sogar schon so meine Zeit, aber es ist so ein bisschen zu technisch in meinem Kopf. Also, ich mag so mehr. Ja, sag mal. So, ich würde sagen, es gab halt schon immer so diese einzelnen Songs, die du mitbekommen hast, die du gefeiert hast, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man da so krass Fan war irgendwie so. Genau. Dass man sich da mehr damit beschäftigt hätte irgendwie. Ja. Was irgendwie schade ist, so im Nachhinein gesehen. Also, die waren halt so auf The Dome 23 oder so, was man halt hatte, Klassiker früher. Und dann fand man den cool. Und dann hatte man die halt. Aber so. Nee, ich war so früher. Ich habe auch echt lange gebraucht, bis ich so Ami-Rap gecheckt habe. Also es hat bei mir gedauert, bis ich so 19 war oder so. Dann habe ich... Klar. Oh ja, easy. Hier, oder soll ich easy. Machen? Hier? Es hat bei mir so locker gedauert, bis ich 19 bin. Boah, Mann, Alter. Ist ja geil. Mir ist gerade echt das Blatt Plack aus dem Arsch gefallen. Irgendwie Klick gemacht und dann habe ich auf einmal so angefangen, so alles so nachzuholen, was es so gab. Aber so, ich muss sagen, Eminem ist nicht so ganz bei mir angekommen. Genauso wie auch so Kendrick leider nicht so 100% bei mir angekommen ist.
bis auf einzelne Tracks, Tracks zum Beispiel Dominik, Money Trees. Money Trees, ich schwöre. Money ist der krasseste Track aller Zeiten. Bei mir ist es genauso, ich habe nie eine Connection oder so gefunden zu Kendrick Musik, bis auf Money Trees. Money Trees, das war halt so, das ist, manchmal ist es aber auch so ein bisschen Zufall, wenn du gerade irgendwie zum Beispiel eine schwere Phase in deinem Leben hast und dann hörst du einen Song öfter einfach oder du hörst gerade random irgendeinen zufälligen Song und auf einmal connectet der irgendwie so mit dir, mit der Situation. Und das war mir mit Money Trees halt so, das war so, mir ging's scheiße, war so mit so Ex-Freundin, Trennung und so, war richtig scheiße mal so für ein paar Wochen. Und dann irgendwie habe ich diesen Song gehört auf so einer Autofahrt, das war wirklich so Klischee, nachts Autofahrt und dieser Song läuft und ich habe irgendwie so krass connected zu dem und das hat sich so in mein Herz eingebrannt. Also ist auch einer der zeitlosesten Song. Beats. Ja, das ist crazy. Das ist so crazy. Ich schwöre, crazy, Mann. Ja. Aber Eminem, warte ganz kurz, Eminem-Thema. Also ich war wirklich Stan, Mann. Also ich war wirklich... Warst du komplett drinne? Ja, voll. Also als ich so 5., 6., 7. Klässler war, auch so von Freunden, die einen Laptop hatten oder einen Drucker zu Hause, ey, kannst du mir die Texte ausdrucken? Ach, wirklich? Ja, ja. Crazy. Ja, so, hey, wer hat einen Epson-Drucker, Alter? Ich muss es rappen. So, und dann Without Me-Part rappen und so. Also wirklich, Without Me fand ich auch geil. Das ich es auch. Gibt schon Eminem-Songs, wo man sagt, nicht, also das ist, da war er noch nicht so technisch und so. Vor Genius.com gab es eine andere Seite für die Rap-Lyrics, das hat geheißen Original Hip-Hop Lyrics Archive. Genau. Ja, das kenn ich. Und da habe ich auch immer die mitgerappt zu den Songs oder mitgelesen die Lyrics zu den Eminem in den Early Days. Auch eine der ersten Seiten, wo so richtige Übersetzungen hatten und du warst so, okay, da geht's darum, what the fuck. Ja. Crazy. Und dann eben, es gibt halt eben Yellow Brick Road und so, wenn du sowas kennst. Ja, es ist halt, das sind halt Songs, wo du merkst, oh, der erzählt ja richtig eine Story über 4 Parts und so. Das war krass, aber... Ja, der erzählt auch von diesem Skandal oder was, wo er diese... Chick hat in der Highschool und die dann gedisst hat. Genau. Boah, da bin ich wirklich da. Auch weißer Rapper-Ding. Aber es ist eigentlich auch verrückt, wenn man so drüber nachdenkt. Das ist so selbstverständlich heutzutage, dass du den Song, den Text halt direkt abchecken kannst. In Spotify noch direkt. Direkt in Spotify inzwischen direkt richtig auch, oder halt übersetzt, auch easy eine Übersetzung findest und sowas. Aber bei Spotify nur, wenn man es selber einreicht. Das stimmt, ja, ich glaube. Oder nehmen die es von Genius, wenn jemand anderer das reinschreibt? Ich glaube, man muss selber einreichen. Man muss selber machen. Das muss so aber du hast recht, doch, das ist schon von so einer externen Seite, nicht Genius, so eine andere. Aber ich glaube trotzdem, dass der Künstler das irgendwie freigeben muss oder irgendwie sowas, wenn er das will. Und auf jeden Fall, Eminem, das war ja ganz schnell dann vorbei. Ich glaube, der hat keinen guten Song mehr gemacht seit 2007, 2006 oder so, oder? Also für mich. Not Afraid und so weiter. Oder werden die Kommentare ausrasten jetzt, glaube ich. Ich finde Rap God ist auch nicht ein guter Song. Nee, Rap God nicht, aber ich finde auf jedem Album, was er gedroppt hat, war zumindest ein Track, der dope war, aber sehr viele, die keinen Replay-Value hatten. Ja. Aber ich check schon immer nach seinem New Stuff, weil er einfach so technisch und er hat den höchsten Anspruch an sich selber, bei jedem Verse, bei jedem Bar und das hat sonst niemand so in der Art und drum muss ich es auch immer abchecken, aber es pumpe ich halt auch nie so in der Freizeit. Ja, also eher so, was man mal hört. So, was mich aber halt voll stört, ist irgendwie, dass er halt nicht so diese modernen Flows kann. Oder halt, er versucht es nicht mal. Obwohl, seine Stimme drückt inzwischen so Chicken-mäßig durch. So, das ist alles so ein bisschen angestrengt und so. Seit wann ist der so desperate, weißt du? Oder da bin ich komplett raus, ne? Ich höre Musik, glaube ich, ganz anders, so als du es vielleicht tust. So, muss ja sein. So, ich höre so viel mehr so. Vielleicht, also macht ihr wahrscheinlich auch, aber ich glaube, bei mir ist nochmal so mehr lastig, so dieses Vibe-mäßige. Checkt ihr? Natürlich. Ich lege gar nicht so einen kranken Wert auf den Text, muss ich sagen, sondern es muss sich irgendwie so richtig anfühlen und so zu dieser Situation passen und irgendwie. Eminem hat man ja auch früher nur gehört, also ich habe ja gar keinen Text verstanden. Ich war zu klein. Ja, das war eine krasse Zeit damals. Ja. Hast du so Mucke, die du feierst, so außerhalb von Rap? Also so bei mir wäre es jetzt zum Beispiel Linkin Park oder so, was ich übertrieben krass fand. Das finde ich actually interesting bei dir. Definitely, also ich mag Popmusik natürlich, ja, normal, auch jeder kind, ein bisschen, ja. Kind of Songs und so aus allen möglichen so Zeiten, so 80s, 90s, Classics, 2000s, Classics und ich mag auch teilweise so Punkrock-Musik, so in die Richtung, ich mag Metal oder so, damit kann ich nichts anfangen und so, aber es gibt schon so, keine Ahnung, ich habe früher schon so Blink-182. Ja, geil. No, I'm so sorry. Gibt's so Guilty Pleasure Sachen, wo man so sagt, boah, das weiß keiner, dass ich das höre, aber ich enjoy so Tokyo Hotel oder so, pumpt ihr das vielleicht so? Ariana Grande. Das habe ich ja früher voll gehatet, Tokyo Hotel, und dann später erst gemerkt, oh, das waren
ganz geil geschriebene Grunge-mäßige Songs. Ja, so. Ja, das waren schon man musste das halt damals haten. So. Das, ja, war so dieses, halt, ne? Das war so dieses Ding. Ja. Es gibt nichts, was mir peinlich wäre. So. Also ich, klar, ich höre auch. Aber früher war das anders, Bro. Wenn man ein Kind war, dann war so. Ach so, ja. Boah, ja. Da, weißt du, was damals peinlich war? Es gab ja diese Ultra Bushido-Era, alle machen Hose in die Socken, jeder trägt eine Alpha-Jacke, will krass sein. Ja. So, ja, diese Era gab es halt. Picaldi-Hosen. Ja, das war in Deutschland auch richtig krass, actually. So. Kennst ja. Und aus Berlin und so, die ganzen Rap City-DVDs und so. Und wenn du dann halt mal was gehört hast, so wie, ey, ich finde den Song von Freundeskreis eigentlich ganz cool oder so. Das war ja, so. Ja. Oh, das brauchte okay. dann 8er Quadra Rhymes und sonst. Nee, nee, gar nicht, weil die Kenneck-Ecke und so, die hat ja auch gar nicht krass gerimt auch. So. Mhm. Bushido und so oder Agro, die waren gar nicht so ultra-technisch. Da gab es ja auch viel technisch krassere Leute zu der Zeit wie Tone und so, das ist jetzt so Nerdshit. Aber okay, da bin ich jetzt nicht drin. Ja, ja, aber egal. Das war das Image-Ding halt, ne? Aber wenn du halt dann so Allmann-Rap gehört hast, das war schon richtig peinlich. Okay, dann check. Auf dem Schulhof so. Ja, wie war das bei dir, Bro, so am Anfang, so als Dreh den Swag rauskam? So, das war, glaube ich, so, ist ja so das Ding, was so übergepoppt ist, oder? Du hast ja wahrscheinlich davor, hast du schon ein, zwei Sachen gemacht, aber das ist wahrscheinlich so richtig viral gegangen, glaube ich, oder? Also ich glaube, das ist das Erste, was bei mir ankam. Ja, same. Ja, ja, bei den meisten. Definitely. Und ich habe letztens beim Konzert noch gefragt, wenn mich interessiert, wie alt ist jemand jetzt, der das wirklich noch so mitbekommen hat? Was wären die jüngsten Leute, die Dreh den Swag Off noch zu dem Zeitpunkt miterlebt haben, ja, bewusst und so? Das war vor 13 Jahren. Da war so ein Dude, der war 21 oder so und der hat gesagt, der war damals 12. Oder keine Ahnung, oder nee, der war 22. Ah. Also, keine Ahnung, das schon, sind schon fast dann die Jüngsten, die das noch, und alle anderen haben das dann später vielleicht gehört, aber da war das auch nicht mehr viral und das Video gibt's ja jetzt, das Originalvideo, was so viele Views hatte, gibt's auch gar nicht mehr auf YouTube. Gibt's dafür einen Grund irgendwie? Es gibt einen Grund, dass mein YouTube-Channel versehentlich gelöscht wurde damals, weil... ja, chillig. Gabor, der... Und konnte ich auch nicht backgetten und so, aber schon länger her. Okay. Und aber actually war es so, dass Dreh den Swag Off so mein zweites Musikvideo war. Das ist eigentlich der zweite Song, den ich released habe. Und der ist schon abgeblowt. Davor war noch ein Audio von einem anderen Song, dann war noch so ein ganz ein Musikvideo, halt so ein ganz basic Musikvideo. Dann waren schon ein paar Leute auf mich aufmerksam in der City. Und haben mich schon so auch erkannt, noch bevor Dreh den Swag auf rauskam. Geil. Und das ist dann abgeblowt. Bro, weißt du, wie krank das für mich war? Ich gehe auf This is 50 und da ist dein Gesicht. 50 Cent hatte damals eine Homepage so mit News und so. Das war richtig big im Hip-Hop so. Da bist du draufgegangen und dann war halt Dreh den Swag auf. Weil das so viral war. Ja, so German Rapper. Krass. Aber stand da, war das eher so positiv oder eher so... Keine Ahnung. Es war gar nicht so wertend eigentlich. Nee. Es war so infomäßig. Es war einfach News so. Ja, Also was ich mich halt irgendwie frage so, bei uns war das halt so, man hat es so auf funny geguckt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, ne? Aber so, ich glaube, du checkst ja also schon. Also kein Disrespect, aber es gab bestimmt auch so... schon ein paar Leute, die das eher so sich vielleicht drüber lustig gemacht haben, so auf den. Es war halt neu, man wusste gar nicht, was was ist es jetzt hier so. Ja, ja. Und ich habe mich halt immer so gefragt, wie war das so für dich? Also, weil, keine Ahnung, so, nimmt einen das mit so? Oder hat dich das irgendwie so krass abgefuckt? Weil das hast du ja mitbekommen, ja, oder? Ja, also, klar. Aber für mich war das so ein perfektes Blessing zur richtigen Zeit, weil in kürzester Zeit bin ich dann von Musik recorden, weil ich halt keinen Bock hatte auf andere Jobs und so. Da habe ich ein Mixtape aufgenommen, Musikvideos gedreht und innerhalb von, glaube ich, 3 Monaten bin ich dann schon zu Clubshows gefahren und so weiter. Krass. Und dann juckt mich das, ob irgendjemand hatet, weil mir war eh bewusst, dass das sein muss. Heute weiß das jeder, früher vielleicht nicht so sehr, aber dieses Polarisieren, um viral zu gehen, das war mir alles egal. Ich fand trotzdem, dass das ein doper Song war. Klar hatte ich jetzt nicht so die Möglichkeiten, das so krass zu recorden und abzumischen oder habe es halt auch nicht gemacht, selbst wenn ich die Möglichkeiten gehabt hätte. Und auf einmal... ich glaube, das ist genau das, was halt so besonders ist. Das ist halt so... I don't give a es war fuck so attitude. Simpel und genau, ich gebe keinen Fick, einfach. Das war halt so das, was so legendary war. Vor allem, er sagt oder ist immer noch, es ist immer noch geil. Er sagt die ersten Gigs, ich glaube, auf seinem zweiten Auftritt jemals war ich... Als Fan. Ja? Wirklich? Mhm. Oh, also, geil. Da haben wir hatten noch nicht mal, also keiner von uns hatte ein iPhone oder so und konnte checken, wo lang wir fahren müssen, weil es war in der Schweiz
Hast du noch so Karte rausgeholt vorne? Landkarte. Nee, wir haben eine Karte ausgedruckt. Im Drucker und so. Und dann, okay, Digga, Drucker da, wieder, haben wir es wieder. Haben wir es wieder, der Drucker, der zieht sich oder hast du so, Epson-Placement hier heimlich reingebracht? Achso, oder was geht ab? Ich habe ihn ziemlich auf Drucker, ne? Ey, der beste Drucker, oder was? Ja, aber ich druck meine Lyrics, druck ich immer aus. Oh ja? Echt, ja? Und hängen sie in meine Booth. Geil, aber. Zum Recorden. Wirklich? Ja, das gibt mir ein gutes Feeling, weil es einfach so, Apps habe ich immer gehatet. Richtig, richtig. Okay. Ich finde, mein favorite brand für Printer ist Brother. aber kommt auch sehr krass, mit, ja. Und wenn ihr Moneyboy eingebt, könnt ihr 15% bekommen. Ja, mit dem Code Moneyboy, 15% auf das neueste Modell. Geil, aber ich dachte immer, alle machen so von Handy runter. Machst einfach so schön so eine A4-Seite, zack, da ran und dann geht's los. Schön. Ja, aber ich meine, manchmal mache ich auch mit Handy und mir ist ganz egal. Ich finde das am coolsten. Ich finde das am professionellsten. So. Ja, check ich. Kennst du den Comedian Dave Attell? Kennst du den? Der ist so SNL-Legend. Der hat den Joke, the day Stephen Hawking died, my printer stopped working. Das finde ich bis heute einer der nicesten Jokes. Oder ich sag ehrlich, ich check den nicht. Ja, eben, weil der ist so out the box, egal. Ja, okay. Ich musste gerade daran denken. Checkst du den, Bro, oder? Egal. Ich finde ihn trotzdem funny. Okay. Yeah. Anti-Jokes, neue Jokes. Shoutouts an Stephen Hawking auf jeden Fall. Ja, Shoutout. Ja, aber so noch zurück zu dem Thema. So, es war mir egal, weil ich dann ein bekannter Rapstar war. Und für mich war irgendwie in dem Moment klar, auch wenn mir alle Leute gesagt haben, du musst jetzt alles mitnehmen, was du mitnehmen kannst, weil du hast vielleicht ein Jahr, wo du damit Money verdienen kannst. Mhm. Für mich war immer klar, dass so ich jetzt so jahrelang eine Rap-Career vor mir habe, wie es dann auch im Endeffekt geil, war und so. Ja, und war ich mit allem cool und so, weil ich mir dachte, ich habe immer noch Zeit, manche Leute zu überzeugen oder Respekt zu bekommen und so. Ja. Du meintest ja gerade, du hattest, also so, weil du auch nicht so Bock hattest, einfach irgendeinen anderen Job zu machen oder so, nach dem Uni-Ding wahrscheinlich. Ja, hattest du irgendwie so in deinem Kopf einen Plan B oder überlegt, wie lange willst du das oder kannst du das vielleicht auch durchziehen, wenn jetzt, sag ich mal, du nicht so schnell viral gegangen wärst? Hätte ja auch sein können, du bist so ein Jahr so, klar, Leute kennen dich so ein bisschen local, aber du bleibst so krass unterm Radar. Ich meine, irgendwann geht das Cash aus oder so. Mhm. Gab es so ein Ding, wo du sagst, ey, wenn das bis da und da nicht klappt, dann gehe ich irgendwas anderes arbeiten, mache ich was anderes? Zu dem damaligen Zeitpunkt war ich so überzeugt, dass es auf jeden Fall klappt, weil ich kannte die ganze Hip-Hop-Landschaft und alle Rapper und alles, was in Amerika abgeht. Und ich wusste, dass da eine riesige Lücke ist und dass ich es auf jeden Fall schaffe. Ich war so zu 1000%, es gab keinen Zweifel. Mhm. Aber wenn ich heute in derselben Situation wäre, wo das ganz, alles ganz different ist und jeder alles kennt und alle rappen und alle gut rappen, wäre ich sicher nicht so überzeugt zu dem jetzigen Zeitpunkt. Weil es einfach so schon so jetzt inzwischen mehr gibt und mehr Leute auch so dieses Ami-Ding so auf dem Schirm haben. Meinst du so deswegen? Genau, ja. Ah, check, ja. Gut, müsste man jetzt eine andere Nische finden oder so, I guess so? Ja, so, wenn jetzt der Zeitpunkt wäre, dann wäre ich ja auch an einer anderen Stelle in meinem Leben und dann würde ich vielleicht die andere Nische finden, die es gibt. Wahrscheinlich, so. Ja. Und so, ja, so und dann wäre ich vielleicht dann auch überzeugt. Das kann ich jetzt nicht so vergleichen, aber damals hatte ich nie einen Zweifel. Aber es ist natürlich auch Luck im Endeffekt so. Ja, weil ich dachte so, ich grinde jetzt ein bisschen, vielleicht jetzt nicht ewig lang, aber schon ein paar Monate, aber eigentlich, dass es mit dem ersten Mixtape gleich geklappt hat und so. Krass, war perfekt. Richtige aber damals Zeit. So, ja, keine Story, Ahnung. Ja. Ich glaube, das kann man von außen auch sagen, dass man kann ja Moneyboy nicht ersetzen. Also es gibt kaum Charakter, der das jetzt backen könnte oder diesen Spot so einnehmen kann. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen. Jedenfalls nicht so. Nein. Also das ist halt schon, weil es auch schon so lange, weil du es schon so lange machst. Ja, voll. Ist es so, wenn das jetzt jemand machen würde, dann würden Leute sagen, dass die Person dann Moneyboy nachmacht. Das ist fast schon so ein eigenes Genre, was erschaffen wurde. Ja, komplett. Eigene ja, Codes. Das ist so geil. Du bist gar nicht so Swag Mob Era, so diese Fangruppenzeit und so. Das war irre. Wir waren ja so 800 bis 1000 Leute, die dann wirklich so gleichzeitig ein Ziel verfolgt haben, alle gleich geredet haben. Daraus sind WGs entstanden, Bro. Weißt du, die irgendwie in Berlin gelebt haben oder. Das ist schon crazy. Deswegen, das ist schon ein Movement-Ding. Und gewesen. Die Sprache wurde dann irgendwann von Phil Laude gerippt. Der das dann. Das hast du mitbekommen, oder? Oh, true. Ja, true. Und ich habe zufällig auch reconnected mit ein paar Leuten, die früher im Swag Mob waren, mit denen ich auch mehr zu tun hatte. Und es auch so. Taylor Johnson, ah, krass, dies, okay. das und
und das war flashig dann zu hören, wenn die so ein paar Namen von damals droppen. Entweder Leute, die jetzt auch selber bekannt geworden sind, Producer, Rapper, dass die damals im Swag Mob waren, aber auch so random Characters und woher diese ganze Sprache kam. Ja. Weil das waren so random Dudes wie China Bag oder keine Ahnung. Boah, wenn ihr wüsstet, das geht gerade so deep. In Wirklichkeit, diese ganzen Phrases und so kamen von so random Dudes immer. Ja. So, war das so eine, wie ist das so, kam das alles von euch oder kam so diese Sprache von so, jeder hat so ein bisschen also was mal reingeworfen? Also erstmal, du brauchst so Leute wie auf jeden Fall Mokuba, der so gut im Scouten ist, was so Crack angeht. Wir haben das früher Crack genannt und dann gab es halt einfach so manche Dorftrottel, die halt einfach auf Facebook ein bisschen zu laut waren und dumme Sachen geschrieben haben. Ja. Irgendein Typ aus Wanne-Eickel, irgendwo Bottrop-Kirchhellen, I don't know. So, und die haben dann teilweise Sachen geschrieben wie, blablabla, bla bla, ich mag das, ich bims das oder so. Und wir waren so, ey, der redet so funny, wir reden jetzt auch so. Ey, holt mich kurz ab. Ach, krass. Oder uns, ich weiß nicht, wie du drin bist, aber das war so eine Facebook-Gruppe, ne, die ihr hattet. Swag Mob. Und musste man da eingeladen werden, oder? Du konntest nicht einfach so rein. Also am Anfang schon, aber ja später war es, Aber da gab es so viele random Shit, da gab es so ganze Listen mit den Zitaten. So der eine Dude hat doch auch gesagt, so, Musik hören nur JPG 2. Und oh Mann. Okay, das war dann so ein Ding, was sich so verselbstständigt hat und dann. Ja, alle haben es übernommen und dann ist es halt überall eingeflossen. Geil. Pause. Auf Twitter. Und überall hat sich das, Leute hat reden sich das heute noch verbreitet. So. Aber wenn die wüssten, von wem das so ganz ursprünglich kam. Voll. Natürlich haben wir den Twist darauf geputtet und so. Ja. Aber krank. Wir haben auf vor jeden allem, Fall ganz kurz, sorry, ich unterbreche dich immer. Die Leute, die nicht in Swag Mob gekommen sind, dann hat sich irgendwann die BMG gegründet übrigens. Und da sind auch Rapper entstanden wie Young Huren und so. Ne? Okay. War das so ein Österreich-Ding? Ja. BMG war da mehr so Österreich. Nee, ich meine so Swag Mob. Nee, einfach Deutschland. So Dachmäßig. Also, wenn ich jetzt nicht komplett verwechsel, da war, glaube ich, auch ein Homie von uns da dabei. Henke war da, glaube ich, mit drin. Henke war im Mob, aber gegen Ende, glaube ich, hat er mir erzählt. Ah, okay, der kam am Ende dann. Kann so. Sein, okay, schau, das ist Henke. Es pullen immer noch Leute von damals ab zu den diversesten Konzerten. Es ist crazy. Aus der Swag Mob-Zeit. Wie war so eine erste Show? Wie hat sich das angefühlt? Ja, crazy. Ich musste auf dem Weg dorthin noch meine Lyrics lernen, weil Drehen in Swag Mob kannte ich auswendig. Aber dann musste ich schon noch zumindest zwei Songs performen in so einer Großraum-Disco und so. Und dann musste ich schon noch so Boy Damn Block Shit so auswendig lernen im Car, hab's so aber trotzdem dann verkackt auf der Bühne. Und dann habe ich mich auch selber nicht gehört und rap so, dreh den Swag auf irgendwie, ich bin schon zwei Zeilen weiter als das Playback. Es hat aber niemanden so wirklich interessiert. Geil. Wie war die? Haben die Leute gefeiert? War das so, ja, geil? Klar. Die haben so gefeiert, so. Ich habe mich gefühlt wie der größte Superstar, aber ich hatte auch den angesagtesten Track eigentlich, den jeder gekannt hatte. Und das war schon ein mega geiles Feeling. Und bis heute, das Feeling von damals habe ich nicht mehr, obwohl ich jetzt eine riesen Fanbase habe und so. Aber mit damals ist nicht zu vergleichen von diesem Popstar-Feeling, was damals war. Das hört man voll oft, dass Leute so sagen, auch so wirklich so internationale Riesenstars, so, dass sie so diese Anfangszeit, dass es so unmatched ist, dass man das nicht nochmal bekommt, so dieses erste. Kannst du gar nicht, ne? Ja. Das ist ja eine ganz andere Dimension, wo du jetzt so heute unterwegs bist. Ja. Also klar, dann ist halt alles neu und du bist das erste Mal, stehst du da und so. Hat sich das direkt so geil angefühlt oder warst du krass aufgeregt oder? Ja, ich war schon teilweise aufgeregt, aber es war auch ein nicer Kick und so. Ja. Mal mehr, mal weniger, aber ich habe halt auch immer den Grey Goose gesippt backstage und dann. Ja, wichtig. Dann war es schon nice, ja. Und so, dann auch so immer Fotosessions mit den Fans war auch immer fun. Ja, normal. Das finde ich auch immer übelst geil. Wir hatten ja vorgestern haben wir live, so das, was wir jetzt quasi machen, halt, aber live auf einer Bühne und Leute konnten so kommen. Und das ist auch immer cool, irgendwie zu sehen, dann so, wenn dann Leute so sagen, ey, also bei euch dann wahrscheinlich so, hey, eure Musik hat mich mega inspiriert oder es hat mir durch eine schwere Zeit irgendwie geholfen oder ich feiere das einfach mega und es gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Oder bei uns halt dann irgendwie so die Streams halt auch und Videos. Ja. Oder der Podcast. Oder der Podcast, genau. Und ich finde, das gibt mir immer so ultra viel. Also ich finde, das ist wie so Lorbeeren ernten, so, weil das ist so, ich finde, das inspiriert einen irgendwie voll und motiviert einen voll weiterzumachen. So. Man den Kontakt hat zu den Leuten so direkt zu haben. Ja, das ist so krass, weil man, wenn man so, gerade in unserem, ich meine, ihr seid vielleicht so ein bisschen mehr, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Bro. Aber du bist ja auf jeden Fall halt auch auf Konzerten viel. Ich weiß nicht, Kira, wie ist es bei dir gerade?
selber Gigs und so. Ja. Also ich bin jetzt auf der Navy Tour auch dabei. Drei ah, okay, Gigs geil, und so. Geil. Also genau, aber immer dann, konstant. Also wir ich habe das Gefühl, ihr seid so ein bisschen mehr offline auch so connected. Wir sehr, super selten, ja, sondern mehr so online. Und online ist es halt so ein bisschen entfernter. Checkt ihr so. Ja, aber ja, dann, ja, du ja, siehst ja da so eine Person und die sagt dir so, hey Bro, das hat mir durch eine richtig schwere Zeit geholfen. Ja. Dann denkst du so, Alter, ich mache einfach nur das, was ich ja, mag. Ja, ich ja mache nur mein Hobby. Wir labern dafür irgendeine Scheiße hier und ja, aber das hilft Leuten so. Ich bin trotzdem dann ja kein, trotzdem immer wieder surprised, ja, wenn jemand da so Props gibt, weil daran denkt man nicht so sehr. Ja. Und manchmal, ja, keine Ahnung, letztens in Stuttgart hatte ich vor ein paar Tagen Konzert und so und dann war ich dann noch einen Tag, ich bin noch ein bisschen geblieben, abgehangen mit ein paar Freunden und so und dann in der Stadt, alle erkennen mich so und so und dann kurz war ich so verwundert und hat so eine Freundin gesagt so, hey, klar kennt dich jeder, du bist Moneyboy und so und für yeah mich war es in dem Moment so und dann habe ich mir gedacht, ja, ist eigentlich true und so, mhm, aber vergisst man dann auch manchmal. Kannst du noch sogar normal rausgehen, so in der Hometown oder so? Nee, oder? Na, man wird halt immer erkannt, aber das ist eh, ich meine, ihr kennt das ja genauso und so. Das ja ist halt einfach so. Ich finde, das will man ja auch, dann ist man bekannt und so, es muss auch so sein. Ja, ich finde das auch geil irgendwo. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde es auch, also das wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, ja, ich finde das geil. Ich würde sagen, 95% geil, aber wenn du mal einfach so dreckig in deinem zugewichsten Pyjama kurz zur Rewe rein willst, dann, okay, dann nicht. Das ist der Point. Ja. Ja, okay. Aber manche wünschten sich das. Es gibt auch so, ja, so Mid-Class- Rapper, da habe ich auch schon Stories gehört. Dann gehen die da shoppen mit einer Chick und hoffen, dass da ein paar Leute kommen, sie zu erkennen, um zu bestätigen, wie fame sie sind und so. Aber ich kenne die Situation auch, wenn mich erkennen immer Leute und so und in manchen Situationen, wo ich mir denke, so, oh, jetzt wäre ich proud, sagen wir, keine Ahnung, so, sagen wir, ich wäre mit meiner Mom irgendwo oder bin mit meiner Mom, dann will ich auch vielleicht, dass jetzt jemand kommt, dass sie sieht, dass ich fame bin und so. Und dann ist manchmal so, aber im Endeffekt ist dann eh immer passiert und so. Aber dann will man, manchmal will man das dann auch, um jemanden so zu zeigen. Ich fühle. Wir alle kennen auch YouTuber, die so sind, dann extra rausgehen, ja. Ich habe gehört, dass in L.A., ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es weltweit, aber so gerade in L.A. ist ja so mega krass, so dieses Paparazzi-Ding. Ja. Dass es ein Ding ist, dass so, so auch so, wie du so meintest, so die so mitmäßig Fame sind, dass sie sich teilweise, dass sie so selber so Team Z oder so, heißt es so Team Z? Team Z? TMZ. Ja, ihr checkt, was ich meine, diese ach so, Paparazzi. Ach, Jesus, ja. Dass TMZ, die so, dass sie die so extra so callen, so mäßig, dass die abholen. Ja, 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 wir sind heute 19 Uhr ja, da und ja, da. Damit dann das dann so das famous wirkt oder damit es dann irgendwelche krass Posts über die gibt und so. Ja, das hat ja Paris Hilton schon gehackt, das Game damals. Ja. Dass sie auf jeder Titelseite war. Das war genau, crazy. Also so, das ist halt krass, aber ich fühle das, also so, das ist halt, ich meine, wir machen es ja auch irgendwo, muss man ganz ehrlich sagen, für die Bestätigung, oder? Also das ist ja... ja. Macht schon jeder. Oder? Schon. Also wir also bei mir ist so, wenn wir das nicht auch feiern das hat jeder. Bei mir ist so, ich liebe es, Nachrichten zu bekommen, zum Beispiel, wenn Kids sagen, sie haben wegen mir angefangen, Mucke zu machen oder so. Sowas liebe ich. Köln ist immer voll crazy, also in meiner Stadt kennt mich kein Penner. Geil. Meiner Stadt keine. Aber ist doch eigentlich chill. Ja, ja, ist auch, da so chillen ist auch so cool, ja, ja, klar, ja, ist aber auch Kleinstadt und so, aber in Köln ist immer wieder crazy. Und da gibt es dann aber auch wieder Momente, wo es richtig abfuckt. So. Ich glaube, vor so einem halben. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon so Zeichensprache gemacht, die wir brauchen noch. Willst du den? Ja, aha. Mach ich auf. Pass auf, vor so einem halben Jahr. Du hast dir extra gewünscht, dass wir Kölsch reinholen. Normalerweise, alle Leute, die nicht aus Köln kommen, hassen Kölsch. Ich weiß, das habe ich schon gemerkt auf Twitter und so. Alle haten Kölsch, aber ich finde es echt nice, weil es so, keine Ahnung, so süffig. So oft chillig. Genau, man kann es so wegballern, ne? Ist geil. Der Bier-Talk echt. An zur Wohle, ja? Richtiger Männer-Talk. Ja, aber ist mein Bier oder was? Wie du gesagt hast, man will die Bestätigung, ist auch nichts wrong dabei. Jeder will die Bestätigung. Selbst Leute, die nicht fame sind, wollen ein paar Likes und wollen das irgendwer unter Instagram. Man will einfach die Bestätigung haben. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ach so, vor so einem halben Jahr war ich am Bahnhof in Köln, steck meine Sparkassenkarte rein, hebe 400 Euro ab oder so. Sag 4.000. Ja, sag 4.000. Ja, du sagst 4 Millionen. Auch, nee, Millionen. Sag 4 Bands. Bei 4.000 hätte ich mich umgebracht an dem Tag. Kriege eine krasse Nachricht auf mein Handy, wo ich war so, ah, okay, fuck, ich muss da was checken. Vergesst diese Karte drin, bin so wirklich 15 Sekunden weg und mein Bargeld ist weg, weil ich das gerade abgehoben habe. Wirklich, ich habe 400 Euro in 5 Sekunden verloren oder so. Boah. Und ich war so, ja, okay, ich bin schon sauer, aber
egal. Und in dem Moment kamen, glaube ich, so 5 Leute auf mich zu und waren so, hey Kira, wir wollen dir, und haben mich voll gelabert und wollten ein Bild machen und so. Und hast du gesagt, nein, verpiss dich. Nein, aber da in so Momenten ist schon dann so, wo du denkst so, ah nein, ey. Foto kostet 400 Euro, hättest du sagen können, Bro. Smart. Aber jeder, und dann machst du so, yo, hast du plus gemacht, 1200 Euro plus. Who knows, vielleicht haben die mich sogar gerippt, Alter. Oh shit, weiß ich oh nicht. Oh mein Gott, das wäre krank. Die rippen dich und kommen dann noch für Foto. Ja. Oh, boah, shit. Das wäre krank. Ja, aber eben, so es gibt immer wieder Situationen, wo man merkt so, ah oh, nee, ja. Bro, ich möchte das nicht. Ja, hattet ihr mal so eine richtig krass beschissene, so ein Erlebnis, was so mega kacke war mit Fans? So irgendwas, keine Ahnung, so von früher, so diese YouTuber, die haben ja so, also diese ersten YouTuber, die so richtig famous wurden, die haben so Stories, dass dann so Leute bei denen so im Flur im Treppenhaus haben, gechillt mit Zelt haben oder so. Bruder, ja, ich kenne das noch, YouTube-Haus mit Tunnel. Ja, YouTube-Haus mit Tunnel, genau. Ja. Ich habe da gepennt früher ein paar Mal. Die Leute früher mit einem Zelt im... Nein, mit ihm oben. Also ja. Die Leute früher haben das noch nicht so gecheckt mit so Privatsphäre Post. Und no so. No sexual, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall besser geworden. Aber safe habt ihr mal irgendwie, hat irgendeine krasse Story mal erlebt, oder? Wo ihr so nachdenkt, denkt, oh shit. Keine Ahnung, einer zeigt auf, ey, guck mal, ich hab eine Knarre dabei oder so. So Geschichten. Wow, holy shit. Gab's sowas? Doch, ja, bei mir gab's auf jeden Fall die eine oder andere Story. Einmal hatte ich in Hamburg einen Auftritt und... Wurdest du da nicht gestochen? Ja, und das war auch so die Zeit, wo ich auch viel Lean gesippt hab. Und dann hatte ich eine Show auf der Reeperbahn in so einem Club. Und dann waren auch da ein paar Local Guys, die sich gleich angefreundet haben, die waren ja auch stabil und so. Und dann, ich hatte das Skytag dabei und so, ein, zwei Homies, noch den Mr. Young Billionaire. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt noch auf der Reeperbahn in einen anderen Club. Das würde ich heutzutage nie machen, einfach mit so Guys von dort, die so auf cool waren und so. Und dann haben wir da noch abgeturnt. Ganz kurz, wie gut war das, was meinst du genau? Also sind es Leute, die nicht so bekannt sind? Nee, kannte ich überhaupt nicht und so, aber okay. Die sind dann gleich, waren so auf... korrekt und so und haben mit uns abgehangen. Okay, die hast du an dem Tag kennengelernt. Ja, genau, kennengelernt check. Und dann sind wir dann auch in so einen anderen Club gegangen und haben dort weiter abgeturnt bis in die frühen Morgenstunden. Und ein Dude hat sich quasi so um mich gekümmert. Pause. Der hat gesagt so, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich werde hier respektiert auf der Reeperbahn und so und es wird dir nichts passieren und so. Und dann hat der gesagt, okay, ich bringe dich noch ins Hotel. Oh, pause. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube bis heute nicht, dass es ein Setup war von dem Guy. Ich glaube nicht, dass er so jemanden informiert hat, weil dazu war die Situation zu random und so. Ich glaube echt, dass er wirklich so cool war und ja, und dann gehen wir um die Ecke so Richtung mein Hotel, Seitengasse von der Reeperbahn, und dann ist so ein Dude, der war ziemlich drauf und so, keine Ahnung auf was, und ist gekommen mit einem Knife und hat und so, und ich hatte eine nice shiny Uhr und er hat mich gleich erkannt. In dem Moment, wo er mich erkannt hat, wusste ich gleich so, das könnte ein Problem werden und so. Und er hat gesagt, ich kenne dich doch und so. Und ich habe gehofft, er kennt mich nicht. Und er hat gesagt, du bist doch Moneyboy und so. Und dann hat er schon so gesagt, hey, zeig mir mal deine Uhr. Und so, und dann, und dann zeig mir dein, gib mir dein Phone und so. Oh, und ich habe nicht reagiert und so. Und dann hat er halt schon, in dem Moment, wo ich nicht reagiert habe, hat er schon mit dem Knife. Ja, aber da können auch alle krass labern und so. Krass. In so Momenten reagierst du nicht, dann musst du halt geben, halt. Also. Und das Ding ist, ich habe in dem Moment, also, er hat mich dann erwischt. So ganz leicht in meinem Ei mit der Klinge. Oh, Auge? Ja, das war richtig krass. So, ich weiß nicht, ob er es wirklich wollte oder ob es so einfach. Vielleicht wollte er nur so antäuschen, Und in dem Moment, wo es passiert ist, so bin ich losgerannt um die Ecke. Zufällig war fast wie im Movie, stand da so ein Taxi, wo gerade jemand ausgestiegen ist, bin ich reingehoppt. Alter. Und das war's dann. Dann bin ich zu dieser. Keine Ahnung, back in mein Hotel, und ich glaube, dass ich und so mein Ei hat geblutet und das war voll crazy und so, aber ich war halt auch high as fuck und so. Ich glaube, ich habe dann noch sogar 2 Stunden quasi das Auge ausgespült, 2 Stunden sogar gesleept, dann bin ich weggeflogen im Plane und dann bin ich gleich zum Augenarzt gegangen. Der hat gesagt, so ist ein bisschen ernster, ich kann nicht so viel für Sie machen, Sie sollten besser ins Krankenhaus. Okay. Und dann, shit, okay. Das war crazy, aber wenn ich so zurückdenke, damals habe ich so wenig Fax gegeben, dass das alles für mich gar nicht krass war. Wenn mir das heute passieren würde, hätte ich so Angst um mein Auge und damals, I didn't give a fuck. Und dann der Augenarzt im Krankenhaus hat dann gleich vorbereitet so eine kleine Operation und
hat mein Auge betäubt mit einer Assistentin und dann hat der das genäht, weil die Bindehaut oder war eingeschnitten. Oh, ist das krank. Und es wurde genäht in meinem Auge. Aber ich glaube, das war voll der krasse Arzt, weil stell dir vor, du musst da in dem Auge das nähen und das war mit so einem Faden, der sich selber dann irgendwann auflöst. Oh ja, krass. Ja. Und mein Gedanke war noch da, ich hoffe, ich kriege jetzt irgendeinen krassen Painkiller verschrieben oder irgendein krasses Schmerzmittel. Bisschen Nikotin oder so. Weh. Ja genau, und dann habe ich ihn danach gefragt und so und der hat nur so lame Sachen gesagt und so. Und ich wollte ihn schon so pushen in die Richtung. Fentanyl. Ja, habe ich nicht gegettet und so. Aber die ersten zwei Nächte mit dieser Naht im Auge, das war crazy. Hast du gespürt immer dann beim Arzt? Gespürt und es war ein Pain und es war so weird und so. Es war echt so mega. Hat jetzt keine Nachwirkung, du siehst es nicht irgendwie. Es ist so mega gut verheilt, drum großes Shoutout an den Arzt. Bless, und so. Schau das an den Arzt mal. Das Nothing eigentlich. Hast du Olaf Scholz Augenklappe? Hey, ich habe so einen Verband bekommen, ich habe damals auch auf Facebook gepostet und dann war das gleich auf Rap-Update, das war gleich eine Big Story auch in den Medien. Stimmt, und so. Überleg mal, der hätte vielleicht halben Zentimeter weiter links oder rechts, wie immer, wärst du jetzt auf ein Auge blind oder sowas. Ne? Oh, beim ersten Moment, wo ich ihn gesehen habe, ich wusste, dass er wirkt so, als hätte der überhaupt nichts zu verlieren. Und das ist gruselig. Ja, und dann auch noch, wenn dann noch jemand halt auf so Drogen ist, ist es halt unkontrollierbar. Ja, ne? Wie ist so gerade Thema so Drugs und so, was geht da so ab? Du bist not for me. Aus so Alkohol auch komplett, oder? Ich trinke fast nie, ich smoke mal einen auf chillig, so, yeah, but I treat it like a glass of wine. So, weißt du, das wusste ich nicht einmal. Smoken, Weed? Genießer. Ja. Doch, wir haben doch selbst auf Shows immer wieder mal True Dad, da war ich schon länger her. Ja, schon länger. Ja, so. Also mehr so chillig, aber so. Ja. Okay. Mir so Sachen poppen, so, fand ich immer ein bisschen so. Hast du es mal aber gemacht? Nee. Okay. Ich glaube, es gab halt diese Lean-Era, da haben wir beide auch viel getrunken und so in die Richtung. Da hatte man auch leichten Zugang dazu und zur damaligen Zeit. Ich vor allem keine Ahnung. Wegen der Schweiz und so damals, weißt du? Wie fühlt man sich da, betäubt einfach oder wie kann man das beschreiben? Ja, Codein ist dumm, das ist einfach wirklich so Liquid-Heroin. Das hört man immer am nächsten wieder, Tag hat deine Haut gejuckt und so, davor warst du wirklich im Sessel gepresst, alles ist Slow-Mo-mäßiger. So. Crazy. Ja, ich kann es auch nicht promoten für irgendwelche Leute. Also... Früher habe ich das manchmal im Interview ein bisschen vielleicht glorifiziert und ja, so. Ja, ja, und dann habe ich mich im Nachhinein eigentlich auch schlecht gefühlt und haben mir auch ein paar Leute gesagt, das war nicht cool und so. Mhm. Also. Also nur auf Party. Partymäßig vielleicht einmal pro Jahr oder so. Bist du jetzt aktuell auch so am Chillen dann eher so? Ja, also ich mir reicht so Alkohol. Weedsmoker bin ich aktuell nicht so. Hatte ich immer meine Phasen und so, aber das ahne ich gar nicht so sehr für mich persönlich. Mhm. Und so, ich sticke dann meistens zu Alkohol und vielleicht mal hier und da so eine Party-Drug oder so. Okay. Also war das so bei diesem, also du meintest ja dieses Joyce-TV-Interview gerade, ne? Das ist ja so das Legendäre. Ja, ja, da müssen wir drüber sprechen. Ja, müssen wir kurz machen. So, war das so, wie sagt man das jetzt? So, war das so geplant, dass es so polarisieren soll? Bist du reingegangen, hast gedacht, ja? Diesen Scheiß-Sender bummt sich einmal auseinander, Alter? Oder war das so mehr so spontan? Ja, ja. Haben die dich da abgefuckt, so an dem Tag irgendwie? Was ging da ab? Nee, gar nicht. Also, ich wusste, ich habe dieses Interview und ich dachte so, Joyce TV, das ist jetzt nicht so dieses Hip-Hop-Medium, wo jeder das jetzt gucken wird, um irgendwas von mir zu hören über mein neues Album-Projekt. Mhm. Und an dem Tag war ich halt auch einfach mega gut drauf und so, hatte ich nicht so viele Interviews und dachte, wenn ich jetzt da schon was habe, soll es irgendwie krass werden, dass möglichst viele Leute gucken, aber ich hatte jetzt nicht so konkret einen Plan. Und dann war ich relativ früh schon in Berlin und Husten auf die Jüngling, MC Smoke, Medi Money und ich haben so abgechillt und ich hatte noch vom Airport so einen Jack Daniel, Jim Beam Getränk dabei mit Apple-Geschmack. Mhm. Und das haben wir gesippt, aber so, ich war jetzt auch nicht mega drunk. Ich glaube, ich wirke jetzt auch in dem Joyce-TV-Interview jetzt nicht so drunk oder so. Normal. Ja. Angeheitert. Ja, genau. Und so, aber nicht so mega drunk und so. Und so sind wir halt dann abgepult und so und ich hatte halt mega Bock da drauf und ich fand es auch nice, dieses Setting mit so diesem Date. Und das war dieses Bett auch, oder? Ja, genau. Ja, genau. Am Ende war die im Bett. Ja, ich fand es voll krass, so das Konzept. Und ich fand auch die Moderatorin voll sweet und cute. Mhm. Und drum hatte ich einfach mega Bock drauf. Und dann, keine Ahnung, habe ich halt gefreestylt. Und natürlich wollte ich halt, es ist halt in die Richtung gegangen. Ich liebe es halt so zu trollen. Das mache ich auch so auf privater Basis einfach, wenn man so irgendwie upturnt oder trinkt oder Spaß hat oder so, ist halt nice irgendwie oder Leute, die dann nicht kennen, so zu trollen und so. Es war schon immer ein bisschen mein Ding, so ein bisschen Part von meinem
Humor, Idee. Ja. Ja, ja, früher die Zeit auch auf Shows, wir haben uns eigentlich 90% über uns alle lustig gemacht. Ja, thanks. Ja. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen so auf Twitter verfolgt, ich meine, du bist ja jetzt zurück, ne? Mhm. Ein bisschen aktiver wieder. Yep. So, dann checkt man ja, also das, man kriegt es schon definitely, mit. So definitely, aber es ist so funny manchmal, wie jeder alles so, so ernst nimmt, was ich auch tweete teilweise. da weiß ich ja die gute alte German Wings Zeit. Ja. Legendary. Und so, aber es ist auch gut. Es ist auch gut, dass es die Leute gibt, die sich darüber aufregen, sonst hätte es ja gar nicht den Effekt. Stimmt. Ich meine, du hast jetzt schon immer so ein bisschen anklingen lassen, so jetzt, aber also 13 Jahre ist das her jetzt mit Reden Swag auf. So ganz kurzes, weil dann da kann man wahrscheinlich ewig drüber reden, aber was würdest du sagen, wie ist so deine Entwicklung von damals zu jetzt? Weil man hört ja immer so ein bisschen raus, dass du sagst, boah, das war eigentlich im Nachhinein gesehen gar nicht so cool, vielleicht was ich da gemacht habe oder die Phase mit bisschen krasseren Drugs und sowas. So, was würdest du sagen, wie ist deine Entwicklung und bist du jetzt, wie du gerade bist, so zufrieden? Oder hast du das Gefühl, das geht jetzt noch weiter und du entwickelst dich so in 10 Jahren, bist du nochmal irgendwo anders, ganz krass? Deep so. Talk, ja, so also, die Frage, muss sein. Ich habe aktuell so die letzten Monate das Gefühl, dass sich da krass noch was weiterentwickelt hat, weil ich jetzt viel offener geworden bin, was auch Zusammenarbeit angeht mit verschiedenen Producern oder auch meine Arbeitsweise zu switchen. Aber ich war immer down für Features mit allen möglichen Artists, aber das ist oft nicht so leicht, dass es zustande kommt. So, ich finde, jetzt habe ich so perfekte Voraussetzungen und versuche die beste Musik zu machen. Ich glaube, jetzt bin ich erst so an dem Punkt angelangt, wo mir das gelingt, optimal umzusetzen, so. Dass ich so, dass ich selber real bin, so, wie ich es immer gemacht habe, aber gleichzeitig so die Musik auch auf so ein Level bringe, dass möglichst viele Leute erreicht, ohne dass es geforced wird oder ohne dass es etwas ist, was ich nicht feiere und so. Ich finde, okay, da habe ich erst so in letzter Zeit Steps gemacht. Und so, aber ich bin, keine Ahnung, früher war ich halt auch so ein Stoner-Guy und ich glaube, das habe ich so in mir, dass so, ich nutze jetzt nicht so jeden Tag so optimal, um das alles so, manche Dinge brauchen halt Zeit, weißt du, und manche Dinge passieren dann auch zu einem späteren Zeitpunkt und so, weißt du, man verschiebt das, ein bisschen vor sich her. Ja. Und so, aber jetzt bin ich fokussiert auf viele Dinge. Ach, so Kleinigkeiten so. Ich bin ja immer ein drippy Dude und so weiter, aber selbst bei Outfits habe ich so manchmal mir nie so die Mühe gegeben, weil ich fand, das ist nicht wert. Ich bin, wenn ich jetzt keinen Hit hatte oder nicht angesagt bin oder keinen Hype hatte oder so, wollte ich auch nicht meine krassesten Outfits teilweise rocken. Das hat für mich nicht gepasst, für mich muss es übereinstimmen und so. Okay. Und jetzt bin ich so, jetzt will ich nicht mal am Airport gesehen werden in einem Week-Outfit oder so, weil jetzt muss für mich alles 100% on fleek sein und so. Und ich wusste, dass der Moment irgendwann kommen wird. Ich glaube, mir hat das auch gefallen, dass ich das nicht muss, dass ich einfach machen kann, was ich will und trotzdem mein Money gette und so. Yeah. Und jetzt habe ich den Schalter geflippt. Ich wusste immer, dass ich irgendwann den Schalter flippe und so, weil ich sehe auch so, dass Leute sagen, ah, du hast so viel Potenzial, du könntest das und das machen und so, und jetzt reicht mir auch, dass irgendjemand da sagt, so, ah, irgendwas passt nicht und so. Ich möchte nicht irgendein Trash-Bild auf Instagram posten oder ein Video haben, das mir irgendjemand gratis geshootet hat und so. Keine Ahnung, so. Ich brauche nicht mich schlechter machen, nur weil andere Leute vielleicht so schlecht sind oder so. Come on, ich bin der Swaggy Dude einfach, ich bin der Swagger King und so, und deswegen ist es Zeit, das auch so jedem zu showen und so, you dig? Ja, auf jeden Fall, das ist für die Weiterentwicklung ist quasi, ne? Alter, wow. Für den einmal Applaus. Digga, herrlich. Einspielen. Ich merke es auch an der Zusammenarbeit mit ihm, weil wir haben ja krasser zusammengearbeitet, so 2016 zu Alles ist Designer, da haben wir, glaube ich, das ganze Album fast zusammen gemacht. Und da war es ja auch noch viel rougher, so dieses, ey, muss in 2 Wochen fertig sein, lass doch so einen Song ungefähr machen und bla. Und inzwischen ist so, allein wie viel Arbeit wir in dieses feiernde Booth gesteckt haben. 3, 4 Beat-Switches, hier Ding, ich ändere die Flows nochmal, ich rap's nochmal drauf und bla. Und eben, das merkt man schon, du hast halt auch viel mehr Bock. Wir hatten letztens ein Telefongespräch, wo wir auch drüber geredet haben, was ist so die Essenz von Moneyboy, wie kann man das nochmal auf so einen Pinnacle bringen, so, ne? Und ja, wir arbeiten dran. So. Wie ist so, geil, sehr geil. Wie ist so Business außerhalb von Musik? Macht ihr irgendwas? Habt ihr so Investment? Firmen? Das fällt mir gerade ein, ja, Investment. Da gab es dieses eine legendäre, was war das? Dieses Body Armor. Body Armor, dieses Coca-Cola. So dieses, was ist das, so ein Vitaminwasser oder so, ne? Ja, so vergleichbar mit Powerade, aber natürlicher mit Coconut Water und so weiter. ja,
es hat natürlich einen wahren Kern gehabt, sonst wäre die Story auch gar nicht zustande gekommen in den Medien. Aber es wurde alles extrem übertrieben. Ich weiß nicht, wie die das kalkuliert haben und so. Also du hast auf jeden Fall in die Firma investiert. Ja, ich habe investiert. Ja. Auch in den Early Days wahrscheinlich, oder? In den very early days. Aber die Zahlen stimmen nicht, aber es war schon ein gutes Investment und das mache ich auch. Ich investiere auch in andere Dinge und kaufe mir Aktien und so weiter, bisschen so nebenbei, aber ich bin jetzt da nicht heavy into it, außer ich merke, da ist irgendwas und so, es ergibt sich so. Ich finde, das worked auch besser für mich, darauf zu warten, dass irgendwas kommt, wo ich denke, okay, das funktioniert und so, aber genau. Ich mache erst seit 2-3 Jahren richtig gutes Money und bin jetzt gerade auch so am gucken, wo man reingehen kann, was man eher machen sollte. Aber bei mir wäre es eher auch so Absicherungszeug erstmal und dann würde ich gucken. Ja, normal, aber so Side-Businesses, ich hätte tatsächlich nicht mal die Zeit dafür. Ja, das geht mir auch so. Das ist halt so ein Zeitding auch. Ich hätte gar keine Zeit und gucke vor allem auf Kopf. Ne? Also das ist vor allem gerade bei euer, also irgendwo machen wir auch was Kreatives, aber so in meinem Kopf ist es so, Musikding ist immer noch so ein Stück irgendwie kreativer auf irgendeine Art und Weise. Und ich habe das Gefühl, das ist so, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man jetzt irgendwie so 4 Stunden irgendwelche so Calls hat mit irgendwelchen Businessleuten über irgendwie, weil man jetzt irgendwie eine Pizzafirma gründet oder so. Ja. Auf einmal ist von deiner Woche 2 Tage weg, wo du nur irgendwie diese Sachen redest. Oder du musst am selben Tag noch ins Studio, weil jetzt mal muss jetzt langsam mal wieder was kommen. Stimmt. Und dann hat man aber gar nicht so den Kopf dafür. Das ist schon eine Sache. Das kenne ich ja nicht. Ein sehr guter Tipp, der war actually von meinem Dad, gar nicht so lange her. Der hat gesagt, am besten ist, also je nachdem, keine Ahnung, wie viel Money man hat, aber der erste Move ist eigentlich, in sich selber zu investieren. Und da glaube ich auch am meisten daran. Warum soll ich in eine andere Company investieren, wenn ich eben mich selber in mein eigenes Business, ich habe ja GlowUp.store, der sehr gut sich entwickelt hat. Konstant. Ich meine, du rockst auch die Shirts und so, wie viele andere Leute. Ja, und ich investiere da rein, da ist meine Rendite oder wie auch immer man das nennt, größer als bei jeder Aktie und das kann ich selber kontrollieren. Ja, das denke ich mir auch voll oft so, also jetzt nicht nur so moneymäßig, sondern auch zeitmäßig, wenn ich jetzt pro Woche, sagen wir, was du meinst, so sagen wir mal 2x2 Stunden investiere in irgendein anderes Business, bis das dann irgendwann Geld abwirft, dauert insane lange, wenn ich diese 2 Stunden einfach oder diese 2x2 Stunden in der Woche mehr YouTube-Videos machen würde oder mehr streamen würde, das lohnt sich so viel krasser. Klar, es ist so mäßig so alles auf eine Karte setzen, aber ich würde auch sagen, dass ich inzwischen an einem Punkt bin, wo ich confident damit bin, alles auf eine Karte zu setzen und wo es okay ist und ich mir sicher bin, okay, es ist nicht morgen vorbei. So. Ey, du hast aber auch richtig Mutter gefickt mit diesem ganzen Reddit-Ding jetzt. Klar, aber auch schon so davor. Krank, ich mache das schon zu lange und du meinst, dass das jetzt so seit 3-4 Jahren so bei dir mega geil läuft. Ja. Ist ja auch übelst geil. 3-4 Jahre sind auch richtig lange Zeit. Crazy, ja. Bei dir ist ja wahrscheinlich auch irgendwie seit 10 Jahren oder sowas. Also so, check dir, was ich meine. Ja, und so irgendwann kam so der Punkt, wo ich dann so dachte, Alter, ich mache das jetzt, also bei mir ist es jetzt im Februar, sind es jetzt 10 Jahre. So, ich habe es jetzt 10 Jahre durchgehalten. Ich werde es vermutlich auch nochmal weitere 5 werde ich wahrscheinlich schaffen. Ja, aber guck, du bist schon 10 Jahre in dem Game. Right, oder? Ja, ja, also im Februar dann, ja. Ja? Mhm. Und wie lange, du hast es gesagt, ich wusste gar nicht so genau, 13 Jahre seit Dreh den Swag auf? Echt? Ja, 2010. True, wenn jetzt Herbst wird. Mal kurz abgecheckt, ja. Stimmt, manchmal sage ich, weil ich will nicht, dass es so lange her ist. Ich sage dann so, vor 11 Jahren. Wir können auch 11 Jahre sagen. Vor 4-5 Jahren. So. Aber schau, ich meine, da sieht man so, dass du bist ähnlich lange im Game, ist halt ein different Game. Ja, ja. Und du bist auch aktuell am Poppen, Pause und Pause. Angesagt. Weißt du, was ich meine? Also, auch nicht Pause. Es dauert ja auch alles einige Zeit. Kevin ist der Twitch-Goat gerade. Ich finde es auch nicht so lange. Weil stell dir vor, NBA Youngboy ist seit 2015 im Game. Das sind jetzt 8 Jahre. Und der gilt jetzt nicht als irgendein Oldschool-Rapper oder so, sondern eher als New Generation. Der ist 8 Jahre im Game. Du bist 10 Jahre. Das ist schon ungefähr so, dass dasselbe, ich meine, das dauert alles. Lil Uzi. Muss das aufbauen, so, Lil Uzi ist seit, keine Ahnung, wahrscheinlich 2014 oder mindestens 15. Ja, 15 Kodak jeden. Black und die sind jetzt alle an dem Punkt angelangt, wo ihr Business am besten funktioniert. Soulja Boy ist viel länger im Game und ist dann
relevanter Rapper, wo niemand sagen würde, der ist jetzt irgendwie nicht so aktuell. Alle aus dieser 2016 Cypher und so, weißt du, was ich meine? Wow, diese Legendary, wie heißt es nochmal? Diese, wo so, ihr wisst, was ich meine, ne? E.T. Cypher, oder? Mit Kodak und 21. Wo so Kodak sagt irgendwie, who picked the sorry ass beat? Das war hella funny. The sorry ass beat. Ja, so geile Stelle. Legendary. Crazy. Ey, aber was du gemeint hast, auch wegen dem Merch-Ding und so, ich finde es auch voll Rapper- und Charakter-abhängig. Wir kennen Leute aus dem Business, so, wo du die Zahlen manchmal mitkriegst und denkst dir, der und der Rapper, ich sag jetzt keinen Namen, ist schon so 5-mal Platin gegangen, aber verkauft seine Box nur 500 Mal. Ja, aber verstehe ich. Unter, Bro, 500 Mal. Also, es gibt halt so Rapper, oder es gibt halt so vor allen Dingen so Merch, der ist halt einfach so, der ist cool, so. Zum Beispiel, ich finde, so ein richtig gutes Beispiel ist wirklich Young Huren einfach. So, ja, der macht crazy Sachen mit so, diesen Tomato-Ketchup-Päckchen. Ja, das ist halt so, auf so Troll, so, das ist so, das passt einfach zu dem. Und da denkt man sich so, also ich kenne Leute, die würden sich das kaufen, obwohl die nicht mal Young Huren feiern. Checkt ihr, was ich meine? Ja. Und das ist geil einfach so. Und so ein bisschen ist auch so dieses Globe-Store-Ding. Das meine ich, so, wir sind letztens... Wir haben beide eine Schürze davon. Ey, wirklich, ja, wenn ich mir eine Sache von dir wünschen kann heute an diesem Tag, fürs nächste Jahr von den Schürzen noch andere Colorways. Oh ja. Kannst du uns da was versprechen? Oder vielleicht... Doch, wollte ich schon längst machen und so. Ja? Und ich habe auch gute Colorways. Definitely, mega geil. Gute Idee. For real. Aber es kommt auf jeden Fall ein Restock, weil aktuell sind sie gar nicht verfügbar. Genau, die sind immer ausverkauft. Ich habe so lange gesucht, bis sie nicht waren. Ich hatte diese lilane und wollte dann halt, weil ab und zu mache ich halt auch Kochvideos, habe immer diese Schürzen an. Ich wollte für meinen Gast die Orangen haben. Ich habe so lange gewartet, bis diese Orangen wiederkommen, zugeschlagen, Alter. Ja, aber doch, die sind geil. Ja, crazy. Aber zu dem Merch, was auch wichtig ist, dass es eine Story dazu gibt oder so. Yep. Dass es irgendwie eine größere Relevanz hat, als dass es ästhetisch nice aussieht und so. Und das war bei mir halt immer der Fall. Ja, es ist wie, so ein Meme oder so. Also, ne, also so die ganzen Shirts, die es gibt, zum Beispiel diese Money Lisa. Also ich habe dieses eine Shirt, wo so Mona Lisa drauf ist, aber dann halt dein Gesicht so oder so. Ne? So, das ist ja auch so, also das sieht man einfach, man denkt sich so, Digga, das ist voll geil, dass du dich haben. Und das so. Ist das Timeless einfach, das verkauft sich. Genau. Das ist der Number One All-Time Bestseller. Wirklich? Ja, definitely. Es verkauft sich immer und keine Ahnung, das rocken irgendwelche Baddies, das rocken alle möglichen. Ja, auf den Shows ist es schon immer crazy. Es ist ein heller nices Zählst du zu den Baddies vielleicht auch schon? manchmal. Ich meine nur, wenn man es vergleicht, wir machen ja auch so Bubble-Mucke und so, weißt du, auch diese anderen Sachen, die ich so abseits von Moneyboy mache oder jetzt gerade Navy-Album gemacht. Ja, oder dein eigenes Zeug halt, ne? Genau. Ja. Und eben jetzt fürs Navy-Album und so haben wir auch mal geguckt, okay, wie viel Merch haben wir rausbekommen und so. Und dann guckst du dir die Zahlen an und dann geben wir die anderen Leuten durch und die sind so, ja, das macht unser Major-Artist nicht mal. Krass. Und wir sind halt in so einer Bubble, weißt du? Ja. Und sowas ist halt dann cool. Das ist, was Moneyboy meint. Es ist halt auch es muss eine Story erzählen. Es muss ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen so ist, so dass man so ein bisschen greifbarer ist. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich hätte jetzt kein Beispiel jetzt für so einen Major-Artist, was du meintest, aber keine Ahnung, irgendwie, ihr seid irgendwie greifbarer, finde ich. So, du mit deinem Twitter-Grind, so, das ist halt, so, das fühlt sich halt so, irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das ist so irgendwie näher einfach. Es ist anders halt, als viele machen. Man kriegt dich irgendwie so privater mit einfach und ich könnte mir vorstellen, dass deswegen halt auch so dieses Merch-Ding einfach besser läuft, so, wenn man so checkt, dass du das auch selber funny findest und so. Genau, bisschen mit Ecken und Kanten. Da ist jemand hingegangen und hat es jetzt einfach nur für dich gemacht und du hast einfach gesagt, ja, mach mal irgendwie und dann kam das irgendwie raus. Ja, 100%, das ist ein Teil. Und bei vielen anderen, die sind gar nicht hands-on, die haben da gar nichts damit zu tun mit ihrem Merchandise. Die stecken da nichts rein von ihrem Swag oder so und von ihrem Geschmack. Die geben das einer Firma und die printen in einer normalen Schrift ihren Namen und kaufen trotzdem Leute, weil sie Fans sind. Ja. Aber die sind nicht so begeistert für dieses Produkt, weil es hat nichts wirklich mit dem zu tun. Das hat sie nicht aus irgendwas entwickelt. Und dann ist natürlich nicht so beliebt, als, keine Ahnung, als wenn du da wirklich selber die Passion dafür hast und für jedes Piece. Es passt einfach. Das ist wie dieses Young Huren, was ich meine. Das passt einfach, dass dann so einfach da draufsteht, irgendwie, danke Young Huren für dieses T-Shirt oder so. Und das ist halt so, ich glaube, wenn man ihn halt als Charakter übertrieben feiert, dann ist das halt so voll geil. Dann kauft man sich das halt. Und genau das gleiche ist mit deinem Store. So. Ja, wie dein Kira-Shop mit so einem Printer-Shirt? Was ist das? Mit so einem Epson-Drucker. Epson-Drucker. Da brauchst du das Placement aber. Das kannst du verkaufen. Das wäre schon armbar. Das passt auch irgendwie. Das wäre auch hart irgendwie. So ein Shirt, nur einfach ein Epson-Drucker drauf. Ja. Nichts anderes. Oder da kommt dann gerade so ausgedruckt irgendwas raus, wo du dann, weißt du, da schreibst du irgendwas Geiles drauf auf das Papier oder so. Ja, ey, weil du vorhin meintest,
weil du vorhin meintest, dass du so ein bisschen jetzt so auch mit anderen Leuten ausprobierst und so. Mhm. Ich habe mit Kira ja schon so ein bisschen auf WhatsApp gelabert. Jetzt kam ja jetzt zu diesem Julian Bam-Ding, ne? Du warst ja, auch geiles Video. Mhm. Du warst ja in diesem Julian Bam-Video. Das ist ja auch neu, oder? Also sowas hättest du wahrscheinlich vor so zwei, drei Jahren ja eher auch nicht gemacht. Ja, da haben sich alle gewundert, ne? Ja, ich habe auch da ein bisschen gezögert. Das hast ja auch du mir vorgeschlagen im Endeffekt. Yep. Und so. Und zuerst habe ich gesagt, okay, let's do it. Dann habe ich gesagt, so, na. Und dann im Endeffekt habe ich es doch gemacht. Ja, das ist neu, weil das hätte ich lange Zeit nicht gemacht und so. Und aber jetzt war es mega fun und Julian Bam voll der sympathische, funny Dude. Wie war es mit Curly auch? Curly? Ja, und Curly sowieso. Curly, ja. Geil, so. Das ist ein geiler Typ. Aber wie war das? Kam so Drew auf dich zu, auf euch zu? Oder? Curly und ich sind Homies seit Jahren. Ja, okay, er ist auch aus Lorac, oder? Der kommt aus der Ecke, Rheinfelden, das ist nochmal so daneben. Ah, okay, ihr kommt aus der Nähe auch. Genau, okay. Genau. Und Curly ist auch schon in der Musikindustrie auch so als Writer und so kennt man den. Doch ganz krasse Hits geschrieben für Leute. Und der meinte halt zu mir, hey, ist realistisch, dass Beezy das machen würde? Und ich war so, ey, ich kann es ihm mal pitchen und so, aber ihr müsst einfach was Cooles machen, wo er auch sagt, finde ich nice. Und Bro, das war, passiert, also no, das waren alle gefeiert, das war dumm krank. Ja. Wirklich. Also die Resonanz war so heftig da drauf. Mhm. Voll, das war auch krass gut. Also hast du ja wahrscheinlich mitbekommen. Die Reichweite ist halt auch crazy. Ja, ja. In welcher Zeit der 1 Million Views hat auf seine Videos oder auf das Musikvideo, das ist crazy. Und wir befinden uns halt wirklich in einer Zeit, wo, guck mal, wenn man jetzt so 5-6 Jahre zurückgeht, da gab es noch eine viel kleinere Menge an Leuten, die YouTube-Videos wirklich gemacht haben, aber schon eine sehr große Menge an Leuten, die geguckt haben. In meinem Kopf war es da immer einfacher, irgendwie sowas wie 1 Million Views zu hitten. Heutzutage gibt es so viel Output, dass sich das so verteilt. Ja. Stimmt schon. Und dann kommt so ein Bam und macht so Videos, die so 2-3 Millionen Views. Bro, wer macht 2-3 Millionen Views? Das stimmt, aber er hat diesen Faktor halt noch von früher so. Wenn man sieht, Julian Bam droppt ein Video, Digga, jeder schaut das halt an. Plus, das ist halt ein bisschen anders bei ihm. Postet auch mehr Work in als alle von. Man weiß halt, dass da kommt was Krasses dabei raus. Ja. So, ja. Du warst ja selber am Set, wie viele Leute waren da? 30, 40 Leute? Ja, mindestens. Ja, das war schon so Hollywood-Type. Ja, ja, ist crazy. Das ist krank. Und sein Bruder, ne, dieser Sean Boo, der ist auch komplett crazy. Ja, der macht so Director-mäßig. Ja, genau. Schon crazy und es ist halt auch mega entertainend. Ich habe es selber nicht verfolgt, aber Julian Bam, ich kannte den Namen schon seit Jahren und so, aber ich habe das jetzt nie gewatcht und so. Aber jetzt, wo ich dabei war und ich habe mir diese Behind-the-Scenes-Videos, es ist mega funny und super Entertainment for real. So. Yeah. Die Jokes und wie das, ich meine, die sind ja Profis, das ist nicht umsonst, dass die so viele Views getten und so. Und ich konnte das jetzt appreciaten, weil ich auch drin war, angeguckt habe und so, aber ich fand das komplett, ich komme ja nur ein paar Stellen vor, aber so. Das war von vorne bis hinten einfach bestes Entertainment, allein das Behind the Scenes und so. Also das ist nicht irgendwas. So. Hat ihr so dieses Schauspiel, hat das gebockt? Klar, und ich war eh so, dass ich da gerade Bock drauf hatte und sowas zu machen. Darum hat das auch perfekt gepasst. Und dann habe ich am Set gesagt so, hey, warum habt ihr mich nicht auf einen Track genommen? Das kam von dir? Ja, und Julian war voll geflasht. Er hat gemeint so, das wäre unser Traum gewesen und so, aber wir hätten uns nicht getraut, dich anzufragen, weil wir dachten, du machst es nicht. Das war schon so geplant. Ich dachte auch, wie geil. Hä? Okay. Und so, wir haben so geredet darüber und so, und ich dachte, ich wäre doch auch auf einen Track gehoppt und so. Und die so, was, ich spiele dir den Track vor. Und die waren voll gehypt, Curly und er und so. Geil. Ich glaube, die haben gar nicht gedacht, dass ich das ernst meine und so. Und dann hat er mir den geschickt und ich habe sofort, ich wollte denen zeigen, so, dass ich nicht einfach nur so laber oder so. Die haben mir das geschickt. Sofort gerightet, sobald ich at home war und sick. Denen zurückgeschickt innerhalb von kürzester Zeit. Krass. Und ich habe, der Beat ist hart und wie Julian rappt und so, ich habe das einfach gefeiert und selbst wenn ich es nicht gefeiert hätte, hätte ich einen Verse drauf gemacht. Aber ich habe es sogar noch gefeiert und so, drum hat sich der Verse von selber geschrieben und so und ich fand auch ein paar Comments funny, einer hat geschrieben so, Julian Bam hat Moneyboy dazu gebracht, endlich mal normal zu rappen. Das war funny. Aber die Leute kennen sich ja nicht classic. Aus. Aber das ist Classic Beezy auch, dass er innerhalb von einer Stunde, du schickst ihm Beat, 40 Minuten schickt der Song zurück. Das ist auch krass. So das kenne ich von niemandem. Also doch, als ich mit Capital oder so im Studio war und du merkst so, okay, der Freestyle, die Hook jetzt einfach wirklich. Ja. Oder und dann macht er nochmal 3. Das ist schon krank, aber eben halt echt so einen ganzen Song. Ja. Ich habe mal irgendwas von dir gesehen. Ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, das war mal so eine Jägermeister-Koop oder so. Kann das sein? Ich glaube, da hast du so ein bisschen so erklärt, dass du so auch so ein bisschen darauf achtest, dass so ein, zwei Lines, sage ich mal, dabei sind, so pro Verse, dass die so memeable sind. So wie sagt man das? Quotables. Ja, so die Quotables sind. Ja, genau so. Ist das so ein Ding? Also du achtest da so drauf, dass dann schon so ein
Ja, da gibt es ja so diese legendären Lines, die man jetzt zitieren könnte. Du checkst schon so. Achtest du da wirklich krass drauf, dass dann da sowas dabei ist oder versuchst du es da so reinzubekommen? Aber das ist so automatic, dass das einfach so. Das kommt so. Rapper-Shit, aber dann danach, wenn du das anhörst oder so und du denkst dir vielleicht, da fehlt sowas, dann changest du noch was. Aber meistens ist das sowieso automatisch dabei. Das war nur so eine Erklärung, so ein bisschen. Für mich ist das selbstverständlich. aber da in dem Interview war ich auch ein bisschen so ignorant und so und wollte so tun, so das wird einfach nur so hingerotzt und eine Line ist dope. In Wirklichkeit, so je nachdem, wie ernst man es nimmt, muss alles von vorne bis hinten passen und einen Sinn haben und so. Und das ist auch so ein Ding, was ich geändert habe, weil ich kenne so viele Tracks von früher, womit das stört mich, eine Line, ein Rhyme. Und das wusste ich schon in dem Moment, wo ich es recorded habe. Ich habe es einfach ausgeblendet. Und heutzutage bin ich einfach so, ich weiß, dass mir das nicht gefällt, diese Line. Ja. Und die switche ich ab oder diese Hook switche ich komplett ab und solche Sachen. Und das ist krass. Das ist schon so eine Difference. Also würdest du sagen, du bist so perfektionistischer gewesen? Ich bin generell eigentlich ein perfektionistischer Dude, aber mir ist es auch gut gelungen, das immer wieder abzustellen. also je nachdem. Also, aber eigentlich bin ich schon perfektionistisch. Ja, ich glaube, man muss da so den Mittelweg finden, ne? Ja. Wenn du es zu krass perfektionistisch nimmst, dann haust du 10 Jahre wahrscheinlich gar nichts raus. Genau, dann kommt gar nichts. Hier dieses eine Wort, egal. Schmeiß wieder alles weg und so auf den, ne? Story of my life. Alter. Ja. Das war auch eine lange Zeit so. Das ist, muss man aufpassen, Alter. Da muss man echt aufpassen, Du meinst ja, das hat dir schon Bock gemacht, das Schauspielern. Und ich habe von dir irgendein Interview gehört, wo du auch sowas irgendwie angeteasert hast, so Schauspielerei irgendwie, dass du da ein bisschen in diese Ecke so mehr machen willst. Ist das noch aktuell? Hast du da noch ein Projekt? Ja, ich habe auch schon bei was anderem mitgespielt, was bis vor ein paar Monaten, was noch nicht released wurde, was auch so eine Art so, wie nennt man das? Mockumentary. Okay. Mockumentary. Ja. So eine Fake-Doku. Ja. Habe ich auch eine Rolle gespielt, wo ich quasi schon mich selber gespielt habe, aber schon totally different als normal. Okay. Und so, das war schon so schauspielermäßig. Das feiere ich schon sehr, aber kommt halt auf die Angebote an oder wer interessiert ist. Ich habe schon immer von Anfang an immer, wir wollen ein Movie, wir wollen dich in der Rolle. Mhm. Vieles funktioniert dann auch einfach nicht. Und ich habe da keinen Bock da hin und her zu schreiben und zu warten und das, ich warte dann, bis eine Situation gut ist oder ich mache selber wie ein Movie, den ich geplant habe, je nachdem, wie viel Zeit da ist und wann das dann soweit ist mit McDuke. Ja. Wollen wir einen Gangster-Movie shooten. Geil. Aber jetzt war halt auch so viel bei mir und bei ihm, dass wir da jetzt nicht weitergekommen sind bei dem Projekt. Aber das ist schon noch so im Kopf, dass du sagst, dass du es ist definitiv im Kopf. Geil. Aber so. Meine nächsten Monate sind sowieso durchgeplant mit Shows oder mit Shows und mit neuen Album, mit neuen Singles, Musikvideos müssen geshootet werden. Ja, basically. Okay. Ja, und Shows eigentlich so. Es sind jede Woche Shows. Da kannst du nicht so viel längerfristig jetzt planen. Das ist finde ich eh auch mega nice. Ich bin immer gebookt, seitdem ich angefangen habe. Das ist mein Gedanke, den ich gerade habe, weil du sagst, so, ich will das machen, weil das kennt jeder auch von uns allen, dass man so Sachen hat, die sagt, naja, das mache ich mal, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe. Aber man hat halt nie mehr Zeit. Ne? Es ist halt immer eins auf das andere. Aber ich finde, das ist eine Win-Win-Situation. Ja, blessing, weil wenn du die Zeit nicht dafür hast, dann bedeutet das, dass du mit was anderem busy bist. Und ich liebe das Wichtigere. Ja, genau. Und ich liebe ja auch die Shows und so. Ja. So manchmal, teilweise war ich schon auch abgefuckt davon, aber es ist immer halt auch abhängig, wie viel Fun du gerade selber hast. Zum Beispiel, wenn ich ein bisschen so nicht so Bock hatte selber auf die Musik und auf das ganze neue Alben zu machen und Videos, dann spiele ich auch nicht so gerne eine Show. Aber wenn ich weiß, ich habe Heat in der Pipeline und ich bin on fire und ich habe vorgestern einen krassen Track recorded, dann komme ich mit einem ganz anderen Swag auf die Bühne. Mhm. Ich meine, ich mache das ja nicht einfach nur für Money. Ich mache das, weil es mir Spaß macht und ich will einfach eine krasse Show machen und so. Ja, es ist nicht so einfach so, ich gehe da hin und krieg mein Money und stehe auf der Bühne. Es muss mir etwas geben, einfach. Weißt du, was ich meine? Mhm. 100 Pro. Wow, das ist noch so geil. Ja, das ist krass. Ja, mir ist noch gerade was eingefallen wegen diesem Emphasis-Ding, was ihr gemeint habt. Also so diese Quotables und so. Inzwischen ist auch so, dass wenn ich einen Break setze in einem Beat oder so, wo kurz was fehlt oder so, schreibt er schon quasi die Line darauf,
Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann merken wir. Aber man weiß, dass das dann da so gehighlightet ist? Genau, dann merken wir schon, wo die gehighlighteten Parts sind. Und ich finde, das meint er auch, also das ist der Rapper-Shit, dass man halt einfach quasi beim Machen schon merkt, organisch, an welcher Stelle was passieren muss. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Willst du noch? Ja, klar. Willst du noch ein Bierchen? Ja, klar. Hier, kein Problem. Und, ich glaube, das ist ein bisschen so wie bei uns, wenn man so. Man streamt so oder man macht so ein Video, man zockt ein Game und man merkt vielleicht so gerade. Okay, wenn ich jetzt diesen Gag hier mache, dann könnte das so ein TikTok sein oder so ein Clip sein. Check hier. So, und er ist in dem Gefühl auch viel besser geworden. Auf jeden Fall. Man hat das irgendwie so schon so im Blut inzwischen so, okay, ja, wenn ich jetzt hier so das mache oder so, dann geht das vielleicht more viral, als wenn ich was anderes mache. Oder so. Unser Song Hustle King ist ja gedroppt. Ja, hab ich noch nicht gehört. Du schon, ne? Ich hab gehört, check das ab. Ja, Mann, ich hab eine Strophe da auch drauf. Und da habe ich auch schon direkt gemerkt, wenn ich jetzt in der Strophe versuche, genauso wie Moneyboy denselben Flow zu bringen, dann ist es ein lahmer Song, weil der Beat ist auch so repetitiv, der muss so sein. Und dann dachte ich, okay, ich muss mit einem ganz anderen Approach rein. Und dann habe ich halt eben Stimm-Switches gemacht und so. Und sowas finde ich dann halt geil. Dein Part ist mega entertainend. Also. Ja, genau. Er bietet einem voll viel, das ist der echt ultra krasse Part und so. Immer eine Line aber, und so. Aber ich glaube, du steigst ein bisschen so mit meinem Flow ein, was ich so, keine Ahnung. Mit dem von der Hook. Mit dem von der Hook. Ja, von der Hook und so. Ja. Was armbar ist, aber dann switchst du bald und so. Genau, aber ich finde aber auch cool, dass du den auch verwendet hast, so. Den Flow. Auf süß, auf süß. Oh, sie geil. Schöner Moment. Süß, Pause. Geil. Ey, wir haben ja jetzt noch ein paar Live-Auftritte vor uns. Stimmt, und du bist ja alter Hase, ihr beide. Und man muss ja immer, oder man kann ja immer auf so einen Zettel oder so mäßig vorher den Leuten von der Location so heißt ein Rider mitgeben, was man so haben will. Und ich habe das Gefühl, wir sind noch so voll die Anfänger, was Rider angeht. Wir haben nur Wodka draufgeschrieben. Wir schreiben Wodka und jetzt hat sich der letzte Show hat sich noch ein bisschen um was erweitert. Ja, also Kräutermischungen. Bei eurer Größe könnt ihr echt schon coole Sachen. Also, was immer aber geil was ist, macht ihr so? Was geht da so ab? Yu-Gi-Oh! Karten ist immer mega, weil du freust dich, machst sie auf. Sowas ist funny. So Packs, oder? Ja, yeah, Yu-Gi-Oh! Packs. Irgendwie geil. Aber keine Ahnung, bei dir ist auch so deine Drinks, deine Favorite Drinks und so Sachen immer. Ja, ich habe jetzt nichts, was zu crazy ist und so, aber ein paar Sachen, wo ich sehr strict bin. Also, es muss schon Premium-Wodka immer sein. Grey Goose, Ciroc. Mit Lampe unten? Oder Belvedere, das ist nicht so wichtig. Champagne. Und was auch ganz wichtig ist, die Ice Cubes müssen ready sein, weil man kommt oft da in den Backstage-Bereich und dann musst du mal eine Stunde bis, das muss extra betont werden mit drei Ausrufezeichen, Ice Cubes. Ja. Weil das so. Dass du direkt trinken kannst. Ja, dass du direkt dir den Drink mixen kannst und nicht dann mal eine halbe Stunde warten musst und so ein Drink ohne Ice Cubes sippen muss und so. Ja, das ist scheiße, Okay, Ice Cubes müssen wir erstmal schon. Und so, lieber immer ein, zwei Bottles mehr von dem Alkohol, weil also es kommen dann noch irgendwelche Leute dazu und dann möchte man nicht in die Situation geraten, dass man dann keine Drinks mehr hat und so die Leute abgefuckt sind. Aber vor so. Der Show nicht zu viel trinken, oder? Facts. Also ich zögere es immer so lange raus wie möglich. So, ich fange manchmal... Eigentlich so frühestens eine Stunde, bevor ich Stage-Time habe, manchmal bis eine halbe Stunde davor und ich trinke nur vielleicht so einen Wodka Red Bull oder zwei. Also früher war es teilweise anders, aber dann habe ich halt auch gemerkt, dann ist man nicht on point und das ist Kannst du auch whack. Nie essen vor Shows? Das ja, kann ich nicht. Oh, ja, was mit Essen, Das ist so eine neue Angewohnheit von mir geworden, so ganz random-mäßig. Ich hatte so ein Festival, dieses in NRW vor ein paar Wochen und ich bin so Backstage gekommen und ich war da so heute sippe ich nicht so viel Alkohol, irgendwie, keine Ahnung. Und hab dann angefangen, die ganzen Snacks zu fooden, die Nacho-Chips, Twix, Mars. Und so, und so, selbst mein DJ und meine Backup-Rapper und so haben gesagt, so, ey, das habe ich noch nie gesehen, dass du so diese Snacks vor dem Auftritt isst. Und so, und ich fand's auch weird und so. Ich hatte so voll die Munchies, aber ich hatte gar nichts gesmoked oder nothing und so. Und dann komme ich auf die Stage und die Show war so geil bei diesem Sanremo-Festival in NRW und so. Und dann ich dachte so, ah, vielleicht ist das so ein bisschen ein Secret, so diese Snacks zu fooden und so. Und dann habe ich gleich letztens bei dem Konzert in Stuttgart Pizza bestellt und es war so auch so vielleicht so eine halbe Stunde vor Konzert noch die ganze Pizza gefoodet. What? Und dann am Food-Koma. Ja, und so. Bros, ich könnte nur. Und ich habe es früher eigentlich, ich habe es nie gemacht, so vor den Shows gegessen und so. Und eigentlich fand, die Show war auch eine, also alle haben es mega krass gefunden und so. Es war beides so wirklich 10 von 10 Geil. Show.
Shows und so und drum. Vielleicht brauche ich diese Energy so kurz davor. Ja, das ohne ganze Pizza, ich könnte. Yeah. Nee, aber ich wollte schon irgendwann. Vier schon, Bars nicht ja, rappen. Ich wollte dann irgendwann schon, ich habe so geguckt, eigentlich wollte ich noch, hab ich gedacht, vielleicht ist es too much for the show und so. Und Taylor Johnson hat schon gesagt, contemplatest du gerade, ob du die ganze Pizza foodest? Und ich so, ja, for real, mach ich gerade echt. Weil ich denke mir, und dann hab ich gedacht, fuck it. Mega herrlich. Was ist dann die natürliche weitere Form ist dann quasi, dass er auf der Bühne irgendwann so ein Tour ist. Ja, das kommt dann noch, dann ist so die Pizza aber, auf die Bühne. Aber ja, auch ja, geil, ja. Aber auch geil. Zwischen den Songs kurz nach hinten gehen, kleinen Slice. Dreh den Swag auf und so ein Twix essen. Ja, früher kam ich ja manchmal mit den Nuggets oder den Chicken Wings auf die Stage. Stimmt, ja. Für Tracks wie Chicken Man, ich hatte da so ein paar Banger und so. Ja, dann habe ich die Wings oder das KFC-Bucket ausgeteilt und so. Das ist geil. Geil. Ey, wir machen am Ende der Folge immer noch so eine Empfehlung der Woche. Oh, du fuck. Kennst schon, Bruder. Hast du wieder vergessen. Du hast trotzdem nicht vorbereitet. Ja. Das kann alles sein. Es kann ein Song sein, ein Gericht sein, ein Fastfood. Favorite Möbelstück kann es sein. Also, ich check das Sofa aus. Was auch immer. Also es kann wirklich alles sein. Egal was. Dominik fängt an. Ja, Mann, also check natürlich erstmal Empfehlung der Woche. Check natürlich erstmal allen euren Stuff aus. Den neuen Song auf jeden Fall ist ja auch seit... okay, wenn ihr es hört, ist ja schon ein bisschen draußen. Checkt den trotzdem ab, wenn ihr es nicht habt. Und ich habe noch was, eine kleine kulinarische Empfehlung, die ich raushauen möchte. Ich habe nämlich eine Investition gemacht in einen Reiskocher. Ich dachte immer, das ist die größte Bullshit. Kannst du einfach im Topf machen. Reiskocher, hab ich auch gemacht, ne? Change dein Leben. Ja, vor allem, ich habe jetzt so einen, der theoretisch auch diesen Crispy Rice und so machen kann. Mhm. Muss ich noch ausprobieren, aber holt euch sowas, das ist crazy. So funny, so ein Zufall, weil gerade jetzt hat mir irgendjemand gesagt, so was, du hast keinen Reiskocher. Hast das auch ist so eine gute, ich habe auch keinen, weil das ich dasselbe wie du gedacht habe. Das machst du im Topf? Ja. Es geht auch, aber es ist anders. Ich habe mir auch vor kurzem geholt, Bro. Ist, also wirklich jetzt auch vor so 2-3 Wochen oder so. Ist gerade die Reiskocher-Season, Alter. Ich habe letzte Woche noch überlegt, Reiskocher. Holt euch das. Alter, Junge, ja, holt euch das. So, man hat so ja, voll viele Geräte, so, die man sich so manchmal für die Küche holt, die dann einfach nur rumstehen. Aber ein Reiskocher, ja, Reiskocher ist actually useful. Krass. Das ist ziemlich krass. Ist auch nicht so groß. So, chill. Ja, also ich empfehle, Freunde, ich empfehle den Opti-Grill XL Elite, den ich jetzt habe. Der ist geil, da kann man geile Sandwiches mitmachen und wenn man Fleisch ist, auch geiles Fleisch und so. Wir sind kulinarisch heute. Okay. Ist auch ein bisschen auf Essenbasis eigentlich. Okay, geil. Also ich kann auf nichts vertrauen, außer den neuen Epson-Drucker. Der hat safe Placement heimlich hier reingebracht. Spaß, ich habe kein Placement. Noch nicht. Okay, ich muss erstmal sagen, gestern sind 3 Songs gedroppt, die ich produziert habe. Erstmal Money Boy und Young Kira Hustle King. Dann Navy West Coast und Young Mon mit Insomniac vom Album Abyss. Das wird sehr geil, check das ab. Und Tilo und Lexika mit Broken String. Ah, hast du auch gemacht? Sheesh. Ja, habe ich auch gemacht. Ja, genau. Ach, habe ich auch gesehen in den neuen Releases. Das hast du produced, okay. Klar, dope. Kira on the Phone am Anfang. Klar, du ich hör doch, ey. Da ist er wieder. Ja, Mann. Aber meine Empfehlung, okay. Irgendwie, keine Ahnung, es kam mir gerade so impulsiv in den Kopf. Ja, sag mal. Lustige Filme Anfang 2000er wieder gucken. Einfach zum Beispiel? Diese, hast du ein Beispiel? Adam Sandler. Viele denken dann immer an diese Seth Rogen Stoner Dinger, aber ich finde zum Beispiel einer der lustigsten Filme, da war ich wieder drin vor so 2 Wochen oder so, ist Hot Rod. Den kennen viele nicht. Oh, das kenne ich nicht. Das ist ein Typ, der will Stuntman werden. Kennst du den? Ja. Mit Andy Samberg. Ja, von SNL. Ja. Genau. Ja, aha. Das ist einer der lustigsten Filme of all time. Den empfehle ich euch. Alright. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr den gesehen habt, bitte. Der ist 10 von 10 funny. Ich finde den... Hot Rod. Alles in Butter? Ja. Okay, das können wir jetzt nicht überreden, aber... Nee, gar nicht, aber... Ja. Nichts, wenn du da bist. Okay, ich wusste jetzt im ersten Moment nicht, aber jetzt, wo du das gesagt hast, ist mir was eingefallen. Meine favorite neue Serie, also aus den letzten Jahren, Hightown heißt die Serie. Viele Leute watchen die Serie nicht, wenn die nicht auf Netflix sind oder nicht auf Amazon Prime for free. Die muss man, glaube ich, kaufen oder irgend so einen Kanal abonnieren. Mhm. Und so, aber ich finde, das ist echt die krasseste Serie. Es gibt 2 Staffeln bis jetzt Hightown. Es geht so um so eine Chick, die auch Polizistin ist, aber gleichzeitig Drug Addict. Und es geht über die Drug Dealer und die Cops. Und es ist mega realistisch und es ist meine favorite Serie, die ich gebinge-watched habe. Also Hightown, check das ab. Das ist meine Empfehlung. Hast du diese neue gesehen von 50? Ja. Wo er im Knast ist und so? Und der hat auch voll zugenommen für ist die auch eine Serie oder was? 50 Cent spielt gerade in so einer neuen Knast-Serie mit und die soll auch sehr sexy. Nee, aber er produziert ja viel. Ja, genau. Ja, aber sowas bin ich gar nicht drin. Aber geil. Ja. Ey, Freunde. Cool, dass ihr da wart. Ultra geil. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Mann. Ey, Reese, mein Bro. Übrigens, er muss immer noch auf Stage, ne? Wir haben es nicht vergessen. Ja, auf der Navy Tour, er muss Careless Whisper spielen mit Saxophon. Ja, Let's Talk, das haben wir versprochen, ja. Nee, aber ja, war echt mega nice, chilliger Talk. Ja, Mann. Ich
Mir war gar nicht bewusst, dass wir Podcast shooten. Ich dachte, wir sind chillen hier einfach. Okay, geil. Aber dafür hast du perfekt mitgemacht, direkt mitgespielt mit der ganzen Nummer. Freunde, lasst mir mal gerne ein Abo da, ein Like und checkt auf jeden Fall den Song von den Jungs ab, der jetzt rausgekommen ist, haben wir euch verlinkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Represent. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.